Der Gegner wartet immer auf dich, wenn du die andere Dimension. Ach so, ja, okay, das ist richtig bereit, verdammt. Da sieht wieder ein Feind in deinem Team Also mein zu Charakter helfen. im Vergleich zu Rose einfach nur weak ist. Wo gehen wir denn jetzt so bald die. Ach so, hier. Ach, oh ja, die Dimension. Jetzt, ihr müsst die Steine zerstören, warte mal. Ja, das ist der Garten, das Ding. Oh, Hilfe. Achso, da ist er ja. Ja, Digga, warte mal. Dann gibt direkt einen Verdinkel da mal hinterher. Der ist schon tot? Perfekt, Digga, ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht. Ich habe null Schaden an die Gegner gemacht. Ganz toll. Ich sehe, wie du mit diesem Mikrofon manchmal einfach mal. Tell you. Besiegt, Alter. Ach, die Michel. Wie weit bist du schon? Daniel, ich verstehe deine Frage nicht. Ja, ich glaube, er meint, wie weit du in dem Spiel bist. Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Soll ich es versuchen, soll ich vielleicht mal mit Ultra-Instinct versuchen? Kannst du versuchen. Daniel, glaubst du mit Ultra-Instinct klappt es besser? Ich hatte die Wehr online, ja. Schnelles Spiel, ja. Oh Junge, das wird jetzt anstrengend. Ich hoffe, dass den Raum irgendjemand findet. Nämlich Rose, aber fünf. Dann nehme ich noch Rose mit. Obwohl Goldfries auch anders OP ist. Der war maximale Ladung das schnellste. Ja. Ich denke, das hat halt Google Ultra Instinct hat erheben der Geist ist am allerschnellsten, oder? Ja, das ist sogar noch schneller. Aber das kann ich, also das kannst du halt von dem Typen wahrscheinlich irgendwie erlernen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich fahre das wieder in den Raum nach. Mission. Habe ich jetzt auch keinen Bock mehr. Ja, ich mache doch diese Mission nicht alleine gegen diesen idiotischen Werfen. Nee, der macht mich fertig, der macht mich platt. Muss ich erstmal gucken, ob ich wieder eine Mission beim Oberältestenhaus habe. Weil wenn das wirklich so 10, 12 Missionen dauert, Alter, dann bin ich jetzt mittlerweile, glaube ich, bei der vierten. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, bei welcher ich bin. Warte mal. Ah, er hat wieder eine. Okay. Tuba ist sauhot. Ah, Naja, das ist Dauer. ein Alien, also Schwester. ich weiß es nicht. Die ist sogar ein Cyborg, oder nicht? Wo hier Dings ist, Oh Gott, aber so wenig Leben. Hä? Wo ist denn das Oberältestenhaus? Ist Aber es hier unter der mir oder weicht über aber mir? mit genug Ausdauer weicht er von alleine aus. Es ist über mir. Nein, der glaubt trotzdem hat Spirus noch immer. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Tova so einen Speer hat, Alter. Und sie kann sich selber heilen. Obwohl Videl in der älteren Form ist auch hot, Alter. Aber natürlich der allerhotteste hier.
Ja, Vegeta in der ersten Form, Alter, natürlich, du. Das ist, Vegeta? ja, du, der mit seinen Haaren, Alter. Na, Junge. Total in Ich Mode und finde so, hier, Alter. Vegeta im Trainingsmodus ist schon besser. Vegeta, Alter. Protect your man alive. Ach, ich finde, das ist ja wieder eine Dragon Ball-Mission. Ja, darauf geht das mal in den Super Vegeta. Das ist von mir eine Super Genki-Dama auch noch gleich hinter ab, Alter. Oh Scheiße. Also Ultra Instinct ist schon wieder ein anderes Shit. Level. Du bist ausgewichen. Darauf kriegst du erstmal einen galaktischen Donut. Darauf gibt Bu erstmal eine göttliche Tat. Radicel. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, aber ich spiele da mal die Dinger davon. Oh Und mein so Geist! hängt. Vielleicht bringt ja irgendwie was. Kamikaze-Attacke. Mein Digga, kurz bevor Füße wieder oben war. Hoho, die Super Genki Dama hältst du auf keinen Fall aus. Weg mit dir, du. Wieder Pflanzen, Mann. Ja, ich finish den jetzt mit einem galaktischen Donut. Kann ich eigentlich auch durch die Wände schießen mit dem Ding? Ah ja, okay. Haben wir es geklärt. Suche die 7 Dragon Balls, beziehungsweise in diesem Fall die 6. Ja, 2, 4, 6, ja, das sag ich doch. Digga, hier sind ja alle auf einmal, ist ja perfekt. Ja, hol ich mir jetzt noch die anderen zwei. Wir sind immer noch bei der gleichen Mission, Anubis. Ich mach die nochmal. Hier ist der letzte Dragon Ball. Dragon Ball erlangt. Meine Gegengiftkapsel ist so unnötig, weil es hauptsächlich gar keine gegen irgendwelche Giftmissionen gibt. Und Onliner spielen den Kacks oder so nicht. Nein, Digga, ich konnte nicht gucken, um mit dem Ultron. Es hat funktioniert! Da ist ja der Fettsack! Ich bin drin! Ja, ich will das ja. Ja.
Jetzt wird's wirklich unangenehm gegen die Blues und den. Ja, komm, lad Ja, und mich mein auf. Golden Füße geht knock und ich krieg den Gallic Gun ab und bin down. Die Standardwerte von Attribute reichen von 1 bis 100. Aber wenn du den Oberhelden das erneut besuchst, wird dieser Bereich auf 100. Ah, okay, Digga. Das ist natürlich super. Ja, ich mache jetzt wieder ganz normal weiter, wie es auch geplant war. Dann habe ich das jetzt, glaube ich. Oder? Ja. Dann überprüfe ich das jetzt mal, Digga, und hoffe ich jetzt mal, dass das funktioniert jetzt hier. Da müsste ich jetzt eigentlich wieder ein Level höher sein. Und die zwei Klöten-Heinis habe ich immer noch nicht als Meister. Was ist denn das jetzt hier für ein Zweck? Welche Klöten-Heinis? Guan und Videl. Du musst einfach nur den Mist machen. Weiß nicht, was. Nee, ich frag mich nur, warum Daniel gerade hier nicht in der Party ist, aber im Stream. Keine Ahnung. Ich frag mich nur eher, wo Gohan ist. Wenn Ich du gehe dich jetzt mal freigeschaltet auf. hast, stehen die vor der Akademie. Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe nämlich jetzt auch wieder neue Missionen. Ich war vorhin noch gar nicht abgeschlossen. Perfekt, haben wir das geklärt. Ich habe einfach noch Missionen. Das ist von dem Super Saiyan? Nee, von dem, ach, von Mr. Satan. Was willst du denn von mir? 8000 Seni als Belohnung? Oh, ist aber sehr nett. Die 50 Treffer kommen, Daniel, warum bist du nicht in der Party? Antworte doch mal, dass du mir zuguckst. Müsste ich nicht mittlerweile fertig sein mit den Saiyas? Ja, bin ich angeblich. Hello there. Ich weiß halt nicht, Ist ob er ich doch. die jetzt auf Z machen muss oder nicht. Du hast die, glaube ich, nicht alle auf Z, oder? Nö, brauchen wir die alle auf Z. Ja, dann wundert mich das jetzt ein bisschen, wieso ich die immer noch nicht auf S bzw. auf Z habe. Hallo Daniel. Und wie ist das neue Spiel so? Du hast es ja gezockt. Hallo Daniel. Hallo. Grafisch kann es an manchen Ich hab Stellen die besser immer sein, noch nicht. aber. Hast du nicht gesagt, Aber dass du das zu 100% durchspielen wirst? ja, werde ich auch. Ich fühle das auch. Ist auch absolut geil, aber die Sagst du trotzdem ändert es ja 100%? nichts. Du sagst Plätt. Der Typ kann auf Matatavi reiten, Alter. Wo ist jetzt Kann man Gohan? ja negative Aspekte äußern. Ich Ich finde fand zum aber die Beispiel. Grafik ganz gut. Die Grafik war auch sehr gut, nur halt nicht so. Also bei manchen Frames siehst du das halt im Gesicht, Digga, dass das überhaupt nicht klar geht. Mich Dreamboss finden, Digga, das wird aber bestimmt nicht so es, cool. es bockt sich. Es halt, hat sehr viel mit Blut zu tun. Das heißt, ich werde wieder absolutely ausrushen. Hallo, du kannst auf dem Dingsens hier Auf ein reiten. katzenähnliches Mistviech reiten, ja, Mann. Genau, einfach auf Matatabi 2.0, Digga. Junge. Es ist auch Hey, nice. ich was finde denn? direkt Dragon Balls nicht. Da ist eine Finde bessere und deine besser. sieben Dragon Sensei. Ball. Vor allem Nee, ich das muss nur Komische vier ist, finden. die, also die meisten sind entweder bei den Dörfern da oben, hinter den Oder im Bergen, wo du Wasser. gerade vorbeifliegst, oder ganz hinten im Wasser. Also es gibt tatsächlich nur nicht. Ich überlege gerade, ob ich einen Heiligenschein oder einen Katana spielen soll. Ich glaube, es Ich kommt will halt den Heiligenschein ein spielen. neues Anime-Game, Digga. Oh yeah, Baby. Oder ich könnte Whis seinen Stab spielen, warum auch immer, Alter. Ich würde Lass den es. niemals. Ich spiele einfach einen Heiligenschein, Digga. Ich kaufe mir Wer das ist das? Liebesoutfit auch vor allem und dann nehme ich den Heiligenschein. Wer ist was? Streamst du eigentlich wieder? Gleich, ich muss erstmal hier. Weil ich werde mir jetzt erstmal einen schönen Heiligenschein auf den Kopf schallern, Alter. Ich werde mir gleich erstmal noch einen dicken Level ab reinzwiebeln. Irgendwie will ich mir oben rum kein Kostüm draufklatschen, Alter. Ich wollte gerade sagen. Ich trage das Virus-Kostüm. Ja gut, der Gott hat Zerstörung, ne? Das Was ist für natürlich Games jetzt plus hier. Demos, Digga. Ich will der Gott der Zerstörung sein. Das wäre so mein Traum. Alter, ich habe jetzt einen Heiligenschein. Also Dafür bist du noch so schwach, Bro. ich finde mein Charakter sieht richtig cool aus.
Deswegen sammle ich ja die 7 Dragon Balls. Finde deine 7 Dragon Balls. Hast du eigentlich mal meinen Charakter gesehen, Daniel? Du musst ihn dir mal angucken, ich stream gerade. Ich finde ihn richtig cool. Ja, alle, auf einmal sind alle am Stream. Hey Junge, hier die Viewers What the geilen. fuck? Es gab Assassin's Creed Russia? Digga, what the fuck? Das wurde seit Putin ganz schnell abgeschafft. Nee, es ist leider noch im Shop für 3,99. Oh, Ja, ein Schnäppchen von du. das sind Karten. Nee, das sind Tatsächlicherweise mit. spielst du da in Russland und kämpfst gegen die russischen Freiheitskämpfer. Oh Mann. Das gefällt Putin gegen die Freiheitskämpfer. Aber es sind alle Assassin's Creed-Teile im Angebot. Dann kauft ihr Origins oder so lieber. Ich habe auf sowas gar keinen Bock. Weil Origins ist einfach und schnell. Dann hat er erstmal sein Spiel da, was er zu 100% auf 100 füllen will, Digga. Das werde ich aber auch durchspielen. Ich würde das Game hier auf Flat spielen. Von dieser Betonung von dir im Stream, ey, ich werde das zu 100%. Ja, ich habe das Spiel aber auch zu 100% gefühlt irgendwie. Junge. Ich fand Ich das glaube, am das Anfang Spiel voll ist trocken. ein Jahr alt, ne? Fand ich aber ziemlich gut Ich finde eigentlich. den direkt letzten Dragon Ball nicht. Digga, ich fand das voll traurig, dass am Anfang einfach alle meine Kollegen abgeschlachtet worden sind. Okay, ich habe mich seit Anfang an zuguckt. Junge, auf einmal, da wurde dann auf einmal abgeschlachtet, dann die dann Praktisch. dann dann wurden meine ganzen Kameraden abgeschlachtet, Digga, Praktisch. und dann auf einmal stand ich da alleine, Digga, Yep. und jetzt bin ich irgendwie alleine, soll zu meiner Yep. Mutter, aber sie hat diese Krankheit, die in dieser Welt rumgeht, diese, wie, ja, wie hieß die? Zermürbung? Ne, wie hieß die Scheiße noch? Ach egal, auf jeden Fall irgendeine Krankheit, die Menschen da befällt und böse macht, Digga, was auch immer. Karkarot nochmal streamen, ist auch gutes Material. Mensch. Gui. Ich kann es auch bleiben lassen. Ich kann auch Nio streamen und in jedem Stream ausrasten, Digga. Weil Nio so bockschwer ist. Naja, Aber wäre irgendwie eine geil. Meta. Genauso wie Sekiro und Oh das Gott, Game ist auch Sekiro. echt schön. Das Game ist auch schwer in manchen Sekiro, Spielen. Digga, das ist Wie so geil. viel, wenn nicht zwei Leute mit dir Basketball spielen und ich Tust die ganze super Zeit. schwer. Ja, ich will einfach, ich hab die Gray, kennst du das, Scheiße. wenn zwei Leute mit dir Basketball spielen und dich vom einen zum anderen schlagen? Ja, dann fühlt man sich so durchgenommen. Also wir reden hier aber gar nicht vom echten Leben, oder? Da wurde ich auch schon echt durchgenommen, Digga. Warte, was? Ja, von meinem eigenen Leben, Digga. Weißt du, wie oft mein Leben Oh, mich schon ich dachte gefickt von hat, Digga? Männern. Digga, bist du behindert, Oh, wow. Digga? Digga, du träumst auch weiter, Digga. Hey, dein Leben ist doch ganz okay. Hm. Du beschwerst dich ständig. Du hast ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Okay, das ist ein Argument, Alter. Nein, Aber. Jonah hatte mir übrigens was erzählt, wenn du jetzt mit der Kündigung komplett durch bist, wolltest du da wohin gehen? Hat sie mir erzählt. Da wohin? Ja, das werde ich jetzt hier nicht aussprechen. Jonah hat gesagt, Bro, was? du Ich glaube, wolltest nach. er meint zu dir, nach Hannover. Nee, das Zu ihm nach nicht. Hannover. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ich meine nicht irgendwie zu mir, zu dir oder zu irgendwie. Ich meine zu was anderem. Jonah hatte gesagt, wenn du mit der Kündigung durch bist und den ganzen Kram. Vor allem ja auch, weil du hast ja auch Schlafprobleme, hatte so mäßig Dingsens gesagt, dass du wohin gehen wolltest, Daniel. Zur Therapie oder so. Ja, Was? zum Psychiater. Das wolltest du. Was ist denn los, Daniel? Hat dich nicht wirklich so krass kaputt gemacht? Schon. Oh, ja. Oh, Bruder, Abi, du tust mir leid. Könnte auf jeden Fall besser laufen, sagen wir es mal so. Das hat mir Jonah neulich erzählt. Wenn ich mit ihr Ja, darüber geredet die hatte. erzählt aber auch komischerweise alles in der Welt herum, Digga. Sie hatte mir das erzählt, weil wir darüber geredet hatten, dass du Schlafprobleme hast. Und du erst um 14 Uhr aufstehst. Was übrigens nicht normal ist. Junge. Jetzt hau ich das raus. Ich dachte, Daniel geht's gut. Ja, perfekt, Digga. Ich Ich habe auch wusste immer nur, was dass mit Netwing ihm. gebrochen hat. Ja, so ansichtlich geht's mir auch gut, aber halt, also. Siehst du aus wie ein stattlicher Mann? Daniel, vielleicht Die gibt's Psyche ist einfach nur einen so ein Check. ganz klein bisschen angekratzt, Alter.
das mal mein an, ja, what the fuck? Netto hat die Ja, der Typ ist der Typ ist der stattlichste Mann hier in der Party, Julian, der Junge, der. Der Maskulist, Alter. Was muss ich eigentlich in dieser Mission machen? Ficken. Vielleicht. Ficken, bumsen, Fernsehen. Dann kommt der Typ Thomas dann wieder. Dann kommt wer wieder? Thomas. Ach, Thomas. Weiß ich gar nicht, aber wollte er sagen, dass er gleich noch wiederkommt. Wer ist Thomas? Das ist der Typ, der uns helfen wollte in dem Spiel. Ich bin weg. Wieso? Ja. Ich weiß zwar nicht, wann er wiederkommen wollte, aber er wollte irgendwann wiederkommen. Er wollte mit uns noch diese komischen Missionen machen, die alleine sehr schwierig sind, verständlicherweise. Ja, ich brauche auch noch mal so eine Z-Kapsel-Mission. Ja, Digga. Ich brauche diese Mission, damit ich hier meinen Fortschritt weitermachen kann. Alter, bis 85, Digga, da bin ich jetzt echt only way. Ich bin jetzt beim Ältesten gewesen. Und das schon, als ich gedacht habe. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt random ist, wann der dich reinlässt, aber ich habe jetzt, glaube ich, 5 Missionen gebraucht. Das ging eigentlich. Und ich will mir gleich nochmal die Super Dragon Balls holen. Die so groß sind wie Planeten. Von denen man sich alles wünschen kann. Digga, was ist eigentlich dieses Riesen, Digga? Wer bist denn du? Deine Mutter. Er haut schon wieder ab, Digga. Ich kann dir nicht die ganze Zeit hinterherfliegen. Da kriegst du erstmal eine Super Genki da, meine Spaß. Er haut auch ab. Der Super Genki Dama lässt sich das gut arbeiten. Die ist echt gut. Mit den galaktischen Donuts funktioniert es auch gut. Nichts, ich bin gerade am Überlegen. Ich finde die galaktischen Donuts auch gut. Einmal kurz in Master Duels reingehen und die täglichen abholen. Materialobjekte erhalten. Ich kann noch einen Dragon Ball. Ultimativischer Finish hier. Ja, sind 2 Sterne Dragon Ball. Digga, kannst du nur Super Saiyajin werden? Nein, man kann auch in Super Saiyajin Vegeta, Super Saiyajin Blue. Das weiß ich, ich meine, ob du jetzt nur in Super Saiyajin gehen kannst, du Vogel. Ich bin Super Saiyajin, und in Super Saiyajin Vegeta. Knapp war schon K.O. Ich hab Nappa gebumst. Deine Mutter hat hier wen gebumst? Super Saiyan, Super Saiyan, Super Saiyan, Super Saiyan. Make your dreams. Gerade morgen. Morgen ist Samstag. Ja, Mann. So, gerade da muss ich arbeiten, ey. Das fuckt so ab. Kann man andere Menschen frei haben und bei mir arbeiten. Oh, bei mir fällt morgen Konfi, Oskar. Boah. Mal Glück im Leben gehabt, Digga. Das ist aber sehr schön. Nee, als wenn die das reingebracht haben, Digga. Was falsch mit denen? Händchen in Hand. Immer wenn ich nicht mehr in der Meta bin, Digga, bringen die sowas Geiles, Digga. Haben sie reingebracht? Die haben einen Tapferschwing reingebracht, Digga. Richtige Arschlöcher. Was ist denn Tapfer oder was? Tapferschwinge. Das ist ein Arc-Type. Kann ich jetzt noch mit Tenshin Han reden, bevor ich jetzt... Nein, kann ich nicht, okay. Alles boah, okay. Okay, die Tapferschwinge sieht aber auch mies geil aus, Digga. Marschaloko. Kaliber Code-Drache, Digga, den will ich haben, jo. Meisterfeuer Hyperion. Ey, Hyperion, mit Sicherheit, Digga. Exo-Schwester Michaelis, Alter. Die haben also die neue Deckmeter reingebracht, Digga. Leck mich doch am Hundesohn. Ich finde, du musst dir noch irgend so ein Hörnchen oder so auf den Kopf packen, wenn du bist. Alles klar, Digga. Also nicht das, was man essen kann. Naja. Schon klar. So ein paar Hörner auf dem Kopf würden schon ganz gut dazu passen. Du hast ein paar Hörner auf dem Kopf und siehst aus wie ein Dröhnerspieß. Götterform würde ich feiern.
zu meiner Gott der Zerstörung kommen. Ja, würde schon gut passen. Warte mal, ich will. Gott der du bist eher der Gott der Zermürbung, Alter. Habe ich jetzt nicht Gotenks mittlerweile endlich mal auf Freundschaftslevel 5, also Vollmann? Verehrer des heiligen Phönix, ne. Ey, Digga, ihr wollt mich doch ficken. Saiyajin überleben. Schababum. Was für ein Schagabombel, Alter. Schababum-Götten, Alter. Ja, braun Locken und was auch immer, Alter. Ich teste jetzt mal die Power-Level von Sariel. Ah, nee. Namikaze. Wer zum Teufel ist Sariel, Alter? Great. Nur, Digga, der in einer Gegner gerade war gerade voll aus wie der. Age of Eternity. Ja, das ist irgendwie gut. Viele ziehen sich so an wie du. Weiße Haare, Oberkörper. Ja, Digga, die mögen halt alle meinen Style. Du, nee, Digga, die, wahrscheinlich sind die, also, wahrscheinlich wollten die auch alle nur den Ultra-Instinkt nachmachen. Ich wollte damit nicht den Ultra-Instinkt nachmachen. Sonst hätte ich mir wenigstens noch diese Spitzenhaare da genommen. Ich habe mir diese Undercut-Haare genommen. Die finde ich cool. Obwohl, es, also, es wäre natürlich, also, so eine Ultra-Instinkt-Umrandung, so mein Körper, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Ja, also. Es gibt den Ultra-Instinkt als Erwachen. Ja, das brauche ich. Also, das ist nicht der Ultra-Instinkt, der heißt irgendwie, Erwachen, oder das wahre Erwachen, und dann weicht man von alleine jeder Tag aus. Ist das jetzt so eine Transformation? So, jetzt wird weiter gestreamt. Ja. Nee, ich glaube, das ist eine normale Fähigkeit. Okay, dann will ich das haben. Aber dafür müssen wir diese komische Mission machen, die dann. Nee, das ist eine recht schwere Mission. Ich weiß, das ist ja das, was Thomas da gemeint hatte. Das könnte ich nicht. Dafür bräuchten wir den schon. Digga, aber sonst wird's kritisch. Und den Daniel auch, der hat doch bestimmt seinen alten Spielstand noch, oder? Schon, aber ich lad's mir nicht wieder runter, Digga. Ich hasse Xenoverse, Digga, das ist ein Drecksgame. Drecksgame. Wo muss ich denn jetzt lang? Habe ich denn jetzt von denen Dragon Ball bekommen? Hab ich gar nicht mehr so gesehen. Außerdem habe ich in dem Spiel hier genug zu tun. Jetzt kann ich hier nicht wieder mein iPad anwerfen. Er spielt Edge of Eternity, glaube ich. Also vermutlich. Kann ich gerade gar nicht. So gar nicht. Wie? Serverwartungen, Alter, what the fuck? In Edge of Eternity? Ja, Mann. Perfekt. Serverspiel? What the fuck? Ist das nicht nur ein Only Story Game Spiel? Scheint nicht so, Digga, what the fuck? Nein, ich kann einfach Multiplayer spielen. So, ich bin drin, Digga. Ich wollte gerade schon sagen, Digga, what the fuck? Streamst du denn gerade? Ja. Noch nicht. Du streamst schon? Ach, er hat meinen Stream wieder abgebrochen, der Nutten. Oh, ich glaube, ich hole mir da noch irgendwas Süßes, Junge, weil meine Oma ist auf die, also ich habe meine Oma lieb und alles, aber sie ist auf die geniale Idee gekommen, um 16.34 Uhr Abend zu essen. Ach du meine Güte. Das war ein bisschen früh, ne? Ist ein bisschen Homunkuli dunkel geworden hier, Alter. Meine Fresse, ich muss erst mal ein bisschen schlafen gehen, damit es wieder hell wird, also mir ist zu dunkel. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Mr. Satan. Piccolo und Son Gohan. Ja, von ich Gülhan. Möchte bitte schlafen und ich möchte schlafen bis 12 Uhr. Super Genki Dama. Ja, die Super Genki Dama sind halt einfach auch super aus, ne? Darauf direkt noch eine Sphäre der Zerstörung hinterher, Digga, und dann haben wir das. Bitte schön. Ich bin halt noch, ich mach grad halt nur noch, ich mach das hier gerade. Eine Sphäre, dieses Spiel erinnert mich irgendwie ein bisschen an Skyrim. Ich würde mir Skyrim sogar vielleicht holen. Skyrim ist echt nice. Also, und ich kann dir sogar sagen, wo die Drachenender-Rüstung ist, die stärkste Rüstung. Skyrim? Davon habe ich auch schon mal gehört. Ist ein gutes Spiel. Oh, die Musik in diesem Spiel ist very nice. Ich kann mit einem Hühnchen reden, Digga. Jetzt wird's aber langsam, aber auch echt traurig. Kannst du dir auch ein Girl in dem Game klären? Hm? Kann man sich Girls in dem Game klären? Ich klär mir jetzt erstmal ein neues Girl, mein altes Girl wurde ja gerinnt, Alter. Ich finde die Grafik eigentlich ganz gut. Du bist auf YouTube, oder? Ja. Jung. Wo ist mein Hasi-Basi? Ich meine, mein Reittier. Nee. Reittier. Du musst mir gleich sagen, wie aktuell das ist.
Ich sehe dich da gerade am Strand rumlaufen. Jetzt stehst du da gerade. Wo Und zum hörst du Teufel weiter. ist mein... Ich mache einfach den Ton an. Wie aktuell ist das? Okay, das geht. 5, 6 Sekunden. Ah, da bist du ja, Kuschel ist fast Miezetatze. voll. Miezetatze. Es ist ja keine richtige Katze, also es ist eine Miezetatze. Das ist immer eine Miezetatze. Warte mal, mein Oh. Gotenks ist fast volles Na, Freundschaftslevel. jetzt bin ich mit meiner Miezetatze in einen Alligator reingelaufen. Einfach Pokémon, Junge. Das Ding hat genauso viele Schwänze wie Freezer. Oh, wow. Blitzschlag! Aua, ich habe einen Schwanzstich abgekriegt, no homo. Mit welchem Charakter? Also, Digga, sind das rundenbasierte Kämpfe? Ja, das ist richtig krass eigentlich gemacht. Ja, Ich, wie soll also. das neue Odyssey auch werden? Na, One ich finde, wenn die es so machen wie hier in diesem Game, Digga, Begeisterung. Weil ich finde dieses Kampfsystem echt nice. Weil es halt auch Strategie ist, es ist nicht nur reines Draufgebäsche. Ja, weil das ist halt so ein bisschen like Pokémon, Ja, so ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen, ja. Ein bisschen oder? mehr Ja, im Prinzip, ja, strategischer, du wählst glaube die ich, ne? Attacken aus. Ja. Ah, oh, Junge, meine Miezetatze. Oh, ey. Two Tails, Digga. Nur dass es ein bisschen strategischer ist als Pokémon, Halt ein Schlüsselobjekt. Ja, ich hab meinen Dragon Ball. Herr Junge, ihr findet deine sieben Dragon Girls, Alter. Dragon Ja, und dann überlege ich mir, was ich mir wünsche, wenn ich alle Dragon Balls habe. Mehr Was kann Macht. ich noch so wünschen? Mehr Macht, das wollen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Wir, natürlich, genau. ich will sofort mehr Macht nehmen, aber Oh, was Kiste, gibt der Kiste, denn? Kiste! Super Kamehameha! Oh ja, Mann! Was Hab eine denn, mein Kapuze Bild gezogen. erwinken oder was? Hab eine Kapuze bekommen. Kannst du die auch aufziehen? Nein. Das ist nur Ausrüstungsmaterial. Ich kann mir aber auch Kostüme kaufen. Kostet aber dementsprechend very viel Geld. Junge, kann ich nicht Was? einfach den erhebenden Geist von Goku Also, okay, haben, dann. Digga? What the fuck ist das krass? So, ich gehe erstmal zum Zubehörshop. Man muss aber auch sagen, dass seine ulti-göttliche Fahrt einfach alle seine Kiebalken frisst. Ja, die Also. kostet alle Keybalken und die ist schon jetzt krass, aber. Naja. Der verkauft mir nur Scheiße, der Typ. Bam. Wissstab würde ich nicht nehmen, den Nabura-Key ist auch nicht der Randale. Schlüsselobjekt. Wie Wow. geht's überhaupt? Der Randale. Jirobi-Katana ist auch gegen. Gegen Okimokis kämpfe ich nicht mehr, Ushimojis. Digga, wo hast du denn bitte schön. Wo hast du denn bitte schön wo den Heiligenstein? Da oben. Da ist noch was zum Summeln, Ah, Alter. hier. Heiligenstein, Digga, 45k. Günstig. Lohnt es sich? Okay, die Jo, Gegner sind solltest alle du unter mein nehmen? Niveau. Waren wir vielleicht nicht von Heiligenstein? Solltest du nehmen? Sieht Ja, cool doch, das aus. passt voll zu dir. Ja, aber ich bin halt so ein Göttchen dann. Göttchen. Göttchen, Alter, ist einfach Götter, Alter, Göttchen. So, meine kleine Miezetatze, jetzt muss ich einmal kurz von dir War das nicht absteigen. süß, muss Kommen wir aber gleich behalten. wieder, Miezetatze. Kannst du die eigentlich rufen? Ja. Sie Mit darf den nur nicht so weit. Pfeiltasten? Ja, warte mal. Hast du zufällig etwas Kratzweinbeeren? Ja, komm. Super, jetzt kann ich. Was bekomme ich jetzt was, wenn ich diese Aufgabe schon abgeschlossen habe, Blair? Blatt. Ja! Genau, es ist jetzt einfach schon wieder dunkel, Digga. Ich habe doch gerade erst. Dein Maki-Dupla hat scheinbar nicht so gerne. Nicht in dem Game, Digga. Warum nicht? Weil das Game ist grafisch gar nicht so scheiße, aber es ist im Dunkeln, Digga, ist jedes Game übel kompliziert, Digga. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich hasse es. Gerade in Dunkelhöhlen bei Pokémon, Digga, habe ich gehasst, Digga. Göttliche Digga, Tat. bei Pokémon sogar in Ja, dann ist ja den Pokémon Lunala nicht so was für dich gewesen, ne? Ja. Und Deswegen meine hab ich Katze kann einfach immer Sachen aufspüren, Digga, und dann gräbt die. Das ist richtig geil, Digga, sieht richtig ulkig aus. Ich hab, glaube ich, immer ein Pokémon Solgaleo gespielt. Ich hab auch so Lego gespielt, weil ich Löwen feiere. Ich finde Natürlich eher, kann ich mir die anderen ich hab, Virusteile kaufen, wenn ich endlich normal frische Ja, komm! Löwen. Also Meine süße Katze kriegt. Pokémon Sonne habe ich. Und dann habe Kann ich deine Pokémon Katze auch Ultra hören? Sonne. Kann deine Katze Die gräbt, wenn Katze ich, auch kämpfen? Nein, leider nicht. Das wäre zu wild gewesen, wenn sie kämpfen könnte. Jungs, ich hatte gerade einen Anfall. Das Weil ist beim schlecht. Pokémon Ultrasonne hast du ja wenigstens den Vorteil, dass Meine du Katze noch kann auch nicht mehr springen. legendäre Junge, was? Pokémon Aber jetzt finden mal im kannst. Oh, Ernst. da ist ein Was war Affe. das gerade bei mir?
Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Ich glaube, ich hatte einen Blutchenanfall. Wer hat einen Anfall gehabt? Ich? Anubis. Okay. Junge, ich konnte nichts mehr sagen. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, einen Anfall von Waffe oder einen Anfall. Ein Anfall von Dummheit, Digga. Wie könnte mir sowas vorkommen? Göttliches Kamehameha. Ich weiß zwar nicht, was ich hier gerade sammel, aber ich hoffe, es bringt das, was ich hier sammel, weil im Endeffekt brauche ich die Scheiße. Meine Team Energy liegt bei ein paar Prozent. Oh, aufgeladen. Oh. Macht hier gerade einen flotten Dreier, will mitmachen. Ja, perfekt. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie beten die sich hier gegenseitig an. Die schmachten sich hier gegenseitig an. Wieso? Schade. Irgendwie, Daniel sagt das und ich musste irgendwie, mein Gehirn hat mir gesagt, guck dir schnell drauf. Ich hab auch drauf geguckt, Digga. Ja, Junge, ich dachte, irgendwas passiert jetzt Unanständiges in dem Game. Ich weiß, ich glaube, das war Elden. Ich hab so gefeiert, Junge. Da waren einst irgendwelche Leute im Wald oder so. Keine Ahnung, was das war. So irgendeine Art Minidorf und ich hab die einfach alle abgeschlachtet. Ja, Digga, geil. Elden Ring, Digga. Auch ein sehr geiles Spiel. Das ein Speicherpünktle! Das werde ich auch irgendwann weiterspielen, aber dafür brauche ich dann wieder die Lust auf so eine Art von Spiel. Bin ja das schon unfassbar weit in Elden Ring. Ich habe alle Hauptmissionen fertig. Ich muss halt nur noch diese Nebenmission mit Azur. Wenn man sechs Dragon Balls auf einmal sammeln muss, dann ist man fertig. Ja, ich hätte den 3 Sterne Dragon Ball. Du bist ein braves Mistviech. Ein braves Mistviech. Nee, Digga, du musst sagen, du hast zwei Schwänze, du bist eine brave Missgeburt. Nein, wieso standst du da gerade zwischen seinen zwei Schwänzen? Digga, dieser Moment, wenn ihr kennt ja alle Gerrit, oder? Ja, Geradium Leviosa. Was wird schmal. Ja, Gerrit nennt sich selbst eine Missgeburt, weil habt ihr Säger seinen Ellenbogen? Der ist kaputt. Wenn er den ausstreckt, dann geht der Ellenbogen nicht nach unten auf, sondern nach oben auf. Ja. Ich will das lieber nicht, weil das ist weird. Okay, ich kann meine Katze also hier auch noch holen. Das ist sehr wild. Was macht der? Der Oberälteste wieder, will wieder was von mir. Ich glaube, der gibt jetzt wieder Minibild. Kennt ihr das? Man ist so gerade in so einem Spiel und will einfach schon von Anfang an die geilsten Waffen haben, Digga. Ich verstehe nicht, warum ich keine Waffe bekomme, Digga. Also in Dragon Ball, da kennt man sich so die besten Waffen haben zu wollen. Ja, aber die besten Attacken, Digga. Das ist dasselbe Prinzip. Radizefummel. Ja, Junge, ich mische mir jetzt erstmal eben schnell ein Level up. Sammle die 7 Dragon Balls. Und deine Wünsche werden. Perfekt, Digga. Werden. Junge. Wir müssen die Gegner nachher kämpfen. Aua. Okay, jetzt muss ich alle 7 Dragon Balls suchen. Zu deinem Geburtstag kann ich ein paar mitbringen, Digga. Hab ja nicht genug. Von was? Level Up. Von den Level Up. Ja, das habe ich dir aber auch schon gestern gesagt, Digga. Du sollst dir mal ein paar von den Dingern mitbringen. Jetzt wird Galaxy probiert. Mal gucken. Am 21. Ja, am 22. Idiot. Oh, scheiße, Digga. Am 21. Naja, wenigstens war es knapp, Digga. Boah. Naja, okay. Er hat am 21. irgendwas gesagt. Okay, Galaxy ja, ist wild. Ja, wenigstens hat er sich ungefähr was mit 20 gemerkt. Wen hat er 21 gesagt, nicht 29 oder so ein Schreib? Nur einer daneben. Boah, Galaxy ist wild. Boah. Dann bring den mal mit. Nein, du kannst aber mal alle mitbringen, ja? Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Ja, außer du willst Bauchschmerzen haben, dann einen Trick Bubblegum, Digga. Ganz dumme Idee. Nee. Ja, Digga, was sind Kaugummi? Ich hasse Getränke, die nach Kaugummi schmecken. Das mag ich auch bei Eis nicht. Es gibt ja auch das Bubblegum Eis. Das geht. Bubblegum Eis finde ich zum Beispiel wild. Das ist viel zu süß. Ich mag Zuckerwatteneis. Ja, das ist mir zu süß. Digga, Zuckerwatteneis. Was zum Teufel ist Zuckerwatteneis, Alter? Ich habe ja noch nie gegessen. Seid mal kurz leise, hier ist ein Dragon Ball. Seid mal kurz leise, hier ist ein Dragon Ball. Ah, hier. Als wenn du es hören könntest, Digga. Ja, du kannst das piepen hören, aber eigentlich ist das laut genug. So, Blitzschlagattacke. Super Genki Drama. Mach gar keinen Schaden, Digga. Oh, ich will hier raus. Ich will hier ganz dringend raus, Digga. Bevor er mir die Attacke gibt. Ich will hier ganz dringend raus. Digga, nachdem ich jetzt mit so einem Goku gerade aufbilde.
Was? Das weiß ich nicht. Ich sorge schon dafür. Ich Kann man krieg ganz die einfach Olle nicht bei. sein. Ha, Wir haben Prinz alle Dooku! Level Nee, du, Max Tod! das mit Olle war das. Das ist aus, oder nicht? Es hat, glaube ich, nicht so viel Zukunft. Was hat nicht so viel Zukunft? Das mit Oliver hat, glaube ich, nicht so viel Zukunft, laut meiner Mutter. Warum? Oliver ist ein unfassbar langweiliger Typ. Also im Urlaub war er die ganze Zeit so, nee, ich habe jetzt aber keine Lust am Strand spazieren zu gehen. Und er ist ein sehr komplizierter Mensch. Er will immer um 9 Uhr oder so schon ins Bett gehen, weil er dann und das, also weil er dann immer früh morgens aufstehen muss. Aber er hat das Allerschlimmste, was er getan hat, ist, dass er meine Mutter beleidigt hat. Oh. Wird er sie genannt? Er hat gesagt, ja, also in meinem Beruf muss ich ja immer dauerhaft alles geben, und also das Schlimmste, was ja in deinem Beruf passieren kann, ist ja nur Nägel abzubrechen. Und dann ist meine Mutter Naja, massiv aber wo ausgerastet. Recht hat, hat er recht. Es gibt nur zwei Sachen, die jetzt bei dem Beruf passieren können. Dass du deinen ganzen Job verlierst, also deinen ganzen Halt, oder dass dir den Nagel abbricht. Da hat er schon irgendwie recht. Ja, meine Mutter Naja, macht aber. ja nicht nur Nagel. Meine Mutter ist ja auch sozusagen Schönheitschirurgin im Endeffekt. Weil sie auch, also sie macht sämtliches mit Silikonimplantaten, also das macht sie mittlerweile jetzt Ich auch. würde es Wimpernlifting. Make-up-Styliste nennen. Ja, so Roundoff kommt. Na, eigentlich ist sie so eine Kosmetikerin. Also so eine typische, richtige, ausgebildete Fachkosmetikerin. Und nicht so eine Nagelfette. Aber was dann noch schlimmer war, als Oliver gesagt hat, ja, du mit deinem kleinen Laden da. Okay, Das hat meine das würde mich dann auch ein bisschen kränken. Dann hat meine Mutter gesagt, weil du musst dir vorstellen, Oliver arbeitet bei einer Versicherungsfirma. Aber er hat nie richtig gesagt, was er macht. Wir hatten alle gedacht, dass er einen hohen Sitz hat. Weißt du, was er ist? Er ist Was? Chauffeur. Er fährt den Chef von der Versicherung zu irgendeinem anderen Typen hin oder was auch immer. Das ist sein Digga. Job. Ist jetzt ja nicht so, dass das verwerflich ist, Digga. Es ist halt ein Naja, Job. ja, aber Er hat denen gesagt, er arbeitet in der Versicherungsfirma. er hatte gesagt, er Tut er ja arbeitet, auch nur als ja, Fahrer. er hat aber gesagt, dass er in seinem Job jeden Tag alles tun muss, und das ist ja auch viel anstrengender als der Beruf, den meine Mutter tut, und das ist so ein richtig krasser Beruf. Meine Mutter verdient das Dreifache von seinem Geld. Das hat ihn natürlich ein bisschen gekränkt. So, Hatte ich schon irgendwie verdient. als Oliver nämlich erfahren hatte, dass meine Mutter sehr gutes Geld mit dem verdient, was sie da tut, hat er dann so gemeint, oh shit, du, das nehme ich jetzt doch ganz gern zurück. Ja, meine Mutter, also die Sache ist, wenn eine Frau deutlich mehr Geld verdient als ein Mann, es ist nicht bei allen Männern so, aber bei vielen Männern ist es dann so, dass sie sich gekränkt fühlen. Wie mich das einfach null jucken würde, Digga. Das ist doch sogar cool, wenn eine Frau richtig standhaft im Leben steht und selbstständig ist. Ja, aber bei den meisten Männern ist halt immer noch Naja, das Klischee. sieht halt jetzt nicht jeder so, ne? Also. Vor allem nicht die Araber. Die Araber, Digga, die geben Schelle, wenn sie weniger verdienen, Digga. Du bleibst zu Hause am Herd. Die Sache ist, dass die meisten Männer halt einfach immer noch in diesem typischen Klischee, dass das männliche Geschlecht das stärkere Geschlecht ist, aufgehen, ne? Das verstehe ich nicht. Weil es gibt, Frauen müssen an sich so viel mehr durchmachen. Ja, Digga, an sich, also es gibt nach meiner Meinung nach kein stärkeres Geschlecht, weil beide Geschlechter viel in ihrem Leben zu Ja, tun haben. richtig, weil das stärkste Geschlecht ist zwittrig. Das stärkste Geschlecht ist divers, Alter. Genau. Das stärkste Geschlecht ist hier, wie heißt das, Transgender, hat beide schon einmal durchgelebt. Scheiße. Boah, jetzt hat er recht irgendwie. Aber das hat meine Also Mutter dann meins. so etwas sauer geworden, weil halt Oliver das gesagt hatte. Und er ist auch jemand, der sagt zu meiner Mutter, ja, weil ich jetzt dies und das getan habe, kannst du mich ja zum Essen einladen. Naja. Weil Oliver an dem Tag davor bezahlt hatte, er wollte freiwillig bezahlen im Urlaub, hat er gesagt, ja, jetzt kannst du ja heute bezahlen. Ich habe ja gestern bezahlt. Und sie so, du hast das gestern freiwillig gemacht. Er Das so, ist ja, das ich weiß. Problem, wenn man kein richtiges, also keine Ehe hat. Das ist immer dieser Streit, wer bezahlt. Eigentlich ist es ja klassisch, dass es der Mann macht. Jetzt hat Oliver erfahren, ah, sie verdient viel mehr. Nee, Junge, Digga, dann lasse ich sie lieber bezahlen. Ja, aber das geht halt so nicht, Nett. weißt du? Und er hat sich auch einfach selber mal eingeladen gehabt. Er ist einfach ins Restaurant gekommen und hat sich einfach hingesetzt zu denen. Weil er gesagt hat, ja, ich habe dir ja eine Glasplatte von Ikea gekauft für deinen Tisch da. Da bin ich ja jetzt natürlich auch logischerweise eingeladen, ne? Und das ist so. Und der ist halt ein langweiliger Mensch. Und der Typ kommt halt abends um Also im 8. Endeffekt klingt der wie ein Arschloch.
Ja, ich weiß, aber um 8 Uhr, um 8 Uhr geht der Typ ins Bett, um 9 Uhr schläft er ein und um 9 Uhr steht er wieder auf. Digga. Weißt du, was das Traurige ist? Nicht, dass du dir das vorstellen musst, aber er war in deiner Mutter drin, Digga, und er ist nicht so berühmt und reich. Weiß. Tja, Aber Digga. Er hat's er war in geschafft, deiner Digga. Im Mutter drin. Endeffekt, Digga, selbst wenn deine Mutter Schluss macht, im Endeffekt war er drin, Digga, und hat das gekriegt, was er wollte, Digga. Bro, Daniel, du redest hier gerade von seiner Mom. Ja, es Siehst du ist aber nicht? so. Es Das ist aber geht wirklich so. absolut nicht. So reden Freunde nicht von deiner Mom. Du hast gerade gesagt, er Hä, war in doch? deiner Mom. Weißt du, er sagt, fick deine Mutter, Digga, und er sagt, ich ficke deine Mutter, Digga. Das sagt er doch auch. What the fuck? Punkt für Daniel. Seine Mutter wurde von ihm gefickt. Ist ja nicht so, dass ich sie. Das ist ja, er hätte ja auch sein Stiefdaddy werden können. Nee. Also ich mochte Olaf deutlich besser. Deutlich Ola mehr meine ich. Scholz. Olaf war echt ein cooler Freund. Olaf hatte zwar Macken gehabt und ich weiß jetzt auch, wieso er So, nie ein soll Kind man jetzt im haben Endeffekt wollte. so einen Gohan oder Videl nehmen? Beide. Die muss man Warum zum nehmen. Teufel hieß der Olaf, Digga? Ich würde mich begraben gehen, wenn ich Olaf heißen würde. Deine Mutter hat locker nur Schluss gemacht wegen dem Namen, Digga. What the fuck? Heißt Edith. Olaf. Du heißt Olaf. Edith. Olaf war wirklich ein richtig cooler Typ. Er hatte auch ein Das ist mein eigenes Haus. Viertnamen, Und Digga. er hatte. Trotzdem heißt du Edith. Ich heiße nicht Edith. Ich heiße Daniel Albert Durst. Heinrich. Ja, Daniel Albert Daniel Heinrich Durst. Albert Heinrich Edith Durst. Nee, das Edith, das ist der Familienname von meiner Mutter, Digga, nicht von mir, ey. Sache ist, Ich dass dachte, deine Mutter hieß Stegeljek. ich meine den gebürtigen Namen, mutterlicherseits. Der Stiegedruck hat sie ja erst nach der letzten Hochzeit bekommen. Jonah, eigentlich könnte Jonah auch den ursprünglichen Namen von deiner Mutter wieder annehmen, weil sie ja, soweit ich weiß, vor der Hochzeit geboren wurde. Aber das Kann ist sie. jetzt, siehst du. Daniel, waren deine Eltern verheiratet, als du gekommen bist? Ich weiß nicht, als das, wie man das definieren kann mit dem gekommen ist. Du, Anubis, da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob du das wirklich so sagen Digga, willst. eine Warst du Sache, auf die der Anubis Mega nie bekommen gekommen? wird, nämlich komm. Junge. Aua. Aber dieser Level-Up, der ist noch geiler als der andere, Digga. Also Hier Daniel, sind. wann bist du aus deiner Mutter gekommen? Ich bin leider, ich glaube, kurz bevor die Hochzeit stattgefunden ist, auf die Welt gekommen. Ja, also du Ein nicht, Mann, du Bastard. der Bastarde. Als Maul, Digga. Bist du während der Hochzeit auf die Welt gekommen, Anubis? Nee, danach. Ja, sie, Nach scheiße. der Hochzeit, Weißt du, Digga. so in der Hochzeitsnacht gezeugt, Digga. Nee, du, Nein, 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 ich wurde erst 3 Jahre nach der Hochzeit gezeugt. Mein Bruder, 4 Jahre, mein Bruder 1 Jahr. Ah ja, stimmt, da war ja was. Wurde er ein Jahr danach gezeugt oder er kam ein Jahr nach der Hochzeit auf die Welt? Das ist jetzt sehr wichtig zu Nach wissen. 2005, 2006, 2007. Er wurde 1 Jahr danach gezeugt. Schade, in der Hochzeitsnacht. Das wäre natürlich auch perfekt, ne? Dein Bruder in der Hochzeitsnacht geboren. Geboren vor allem. Lea. Ich stelle mir gerade das so vor, ich hab dich so lieb. Oh nee, das Kind ist rausgekommen. Oh, Digga. Wie Alleine stellst du Gedanke, dir Digga. das vor? Heimrat. Wieso stellst du. Also. Naja, Du machst mich kaputt. ich habe heute Nacht mehr geträumt, als ich jemals in meinem Leben geträumt hatte. Boah, ich Ich träume hatte. ständig, aber immer so richtig weirde Sachen. einfach so verfickt random Zeug, Junge. Ich habe geträumt, dass ich einen Menschen umgebracht habe. Ich hab letztens geträumt, Digga, dass ich gegen Naruto kämpfe, Digga. Hast du gewonnen? Junge, du Ja. bist besser als ich. Digga, meine Freundin Und hat gewonnen, plötzlich weil du. sie mir nämlich eine Was? reingehauen hat. Ein Kumpel von mir. Also mein Traum, like, ein Kumpel von mir springt von der Brücke, ich springe auf den Zug, dann kommt Winnie Pooh und tanzt mit mir. Ich kämpfe gegen 3 Hunde, die mit Raketenrucksäcken ausgestattet sind, und dann sagen Leute, Träume ergeben Sinn. Also ich hatte gestern Abend zwei Menschen umgebracht. Ja, okay, und welchen davon im Traum? Digga, das Ding ist, ich träume in letzter Zeit nur noch solchen Anime-Stuff, Digga, richtig traurig. Ich träume nur weirdes Zeug, Alter. Du weißt nicht, wie unangenehm das ist. Einfach so schweißgebadet aufzuwachen, weil Donald Duck dich verfolgt hat.
Okay, das ernsthaft, ist bei mir noch nicht beim passiert. Volleyballtraining, dieser eine Junge, er hat angeblich eine Verletzung an der Schulter und am Arm und hat dann gesagt, Oh, jetzt mein zwingt erster mich, Bossfight! und er sagte so, jetzt zwingt mich doch nicht mehr, Schnauze! jetzt zwingt mich doch nicht mehr zu machen, als ich kann. Ey, wisst ihr, wie das ist, wenn man immer zu mehr gedrängt wird? Schnauze, mein erster Bossfight! Halt's Maul. Also, ey, du schaffst das, wir alle glauben an dich. Dairon, Level 10. Ach, das bin ich. Upsi! Ja, der ist einfach Du so ein bist eigener Boss. Dairon? Suche. Was? Warte. Drücke R1, um. Dieser Feind hat. Oroko heißt der Ficker. Angriff 12, Magie, so und so. Ist mir doch egal, was er für Magie hat, Digga. Schwäche, Widerstand ist nicht bekannt. Okay, Attacke. Widerstand ist nicht bekannt. Ah. Bluten. Er kann Bluten verursachen. Okay. Ja, das ist Ah, nee, schlecht. er ist am Bluten. Ja, das ist auch schlecht. Du bist toll. Daniel, nur in dem Game. Oh nee, das bin ich. Er kann Bluten verursachen. Oh nein, der blutet. Ja. Ich glaube, Daniel ist verwirrt. Dann wollen wir mal ein bisschen Blitzschlag schauen. Oh, effektiv ist also Blitz. Geile Scheiße, Blatt. Oh. Blatsch. Oh Mann, er macht aber 45 D-Damage. Warte, das heißt, es funktioniert halt wirklich ähnlich wie Pokémon. Ja. Ja, aber da sieht das halt irgendwie voll geil Putz. aus. Also wenn das in Odyssey auch Putz. ungefähr genauso ist, Digga, dann Ja, wird aber das das sind. ist, glaube ich, ganz gutes Spiel tatsächlich. Und weißt du, dieses Spiel, Fun Fact, dieses Spiel wurde nur von zwei Entwicklern entwickelt, ne? Von zwei Menschen. Von zwei Menschen nur. Ich sage, Digga, bei Among Us waren es nur drei. Ja. Wie viele? Ja. Aber Und Among guck Us dir ist mal auch die Grafik wesentlich an. beschissener. Ey, Guck dir aber mal die Among Us Grafik hatte an. Zeit, Alter. Muss Ja, aber wie lange schon. haben die für das Spiel gebraucht? 10 Jahre oder wie? Ich muss eine Mischkapsel. Was willst du von mir? Die Eine haben Mischkapsel M? Okay. durchgehend gefickt. Nee, das geht ja nicht so. Das geht ja wohl nicht so, wenn die ganze Zeit gearbeitet haben. Warte mal, Das der meine ich Typ. doch. Oh, Digga, ja, okay. Oh, Junge. Oh, du. Der kann. Ich brauche eine Mischkapsel M. Welcome, friend. Junge, ich habe für euch das Monster besiegt. Darf ich jetzt zu meiner Mutter? Die ist krank. Ich muss sie behandeln, sonst stirbt sie mir weg. Und das wäre richtig scheiße. Dann habe ich nämlich noch eine Person in diesem Spiel verloren. Ich glaube, das wird so ein Akamega Kill Game, Digga. Ich schwöre bei Gott, ey, Digga, ist schon am Anfang an Akamega Kill gewesen, Digga. Die erste, die wurde gerinnt, Digga. Die wurde einfach erdolcht, Digga, von so einem riesen Stange, Digga, durchbohrt. Der zweite, wer war nochmal? Der zweite wurde von Felsen erdrückt. Der Oh, die dritte? Torin? Der dritte, Digga, der hat auf einmal so einen Fluch mal bekommen, ist böse geworden, den musste ich dann auch erdolchen. Ubitorin Sasuke, weiter. Dann, Ey, das hat echt Naruto-Vibes. Junge, die haben sich, glaube ich, wirklich zum Vorbild Naruto genommen. Digga, und die andere hat die Tür zugemacht, damit ich gerettet bin und ist dann gestorben. Wurde auch erdolcht. Aufopferung. Digga, Hast du nicht Jako, mal das ist nicht dein aufgenommen? Ernst. Die erste Fähigkeit jetzt, die ich Haku. von dir lerne, ist Heldenpose. Das ist nicht dein Ernst. Oh mein Baby, ich lerne die neue Frau kennen. Baby! Wer ist denn hier? Wie heißt die? Ja, Hirana? endlich. Was ist das für ein Name, Alter? Hirana, Alter. WTF? Was ist das für ein Name? WTF, weiß ich doch nicht. WTF, was ist das für ein Name? WTF, ist das eine Negerin? Ah, Daniel. Ich melde jetzt den Stream. Tatsache! Ich hatte recht! Hä? Aber die kann nicht sein, auf die du stehst, oder? Nein! Das Aber ist doch das ist eine. die. Ich dachte gerade, die auch. Ich meinte die auf dem Stuhl, Digga. Ach, die. Ich weiß. Aber ich melde jetzt erstmal Daniel seinen Stream, Alter. Die Sonst sieht kriegt er einen irgendwie. Strike. Die. Warum? Meine Bros nennen mich auch immer Neger. Die Bros for Hose, Alter. Ja. Heutzutage ist das keine Beleidigung mehr, Digga. Heutzutage fühle ich mich schon beleidigt, wenn. Gehen Aber heutzutage fühlen sich die Leute ja schon beleidigt, wenn du sie anguckst. Darüber haben wir heute im Unterricht geredet. Ja, da haben sie gesagt, du hast einen kleinen Küçük und deswegen bist du so unten durch, Digga. Nein, 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 nein. Und die Lehrerin hat gesagt, ja, Neger ist verboten, aber also nein, Neger Was ziemlich für gesagt, verboten? das hat ein Junge aus unserer Klasse gesagt.
Was heißt Aber verboten? was zwar erlaubt ist, sagt sie dann so ganz verwirrt, ist voll pigmentiert. Dann sagt sie, was ich Boah. persönlich viel schlimmer finde. Weil ich finde, das ist auch schlimmer, weil das hebt sie ja so Ja. von den Ja. hellhäutigen, Digga, von den Ey, ich bin der Meinung, Pigmentierten ab. Digga, ich bin der Meinung, nur weil die Hautfarbe anders ist, ist der Mensch ja nicht anders, so, weißt du? Klar gibt es Naja. auch Arschlöcher so auf der Welt, Digga, zum Beispiel Marokkaner, Digga. Was war für Marokkaner mit Babalocken, Digga? What the fuck? Ja, aber Digga. manche Schwarze denken also, Obwohl ich finde, ne, also vor ich finde allem aber, in den Gangsterfilmen, Schwarze sehen cool aus. verhalten sich anders irgendwie teilweise. Ich hatte heute in der Bahn auch einen Dunkelhäutigen. Ja. Der war so cool. So ein älterer, typischer schwarzer Opa, wie man ihn aus dem Film kennt, ne? Mit so einem coolen Hut auf, Alter, mit so einem Oh, richtigen mit so einer Smoking, aber mit so Bastenmütze. einem, ja, mit so einer, aber dann so ein richtig, aber so einen elitären Smoking mit so karierten Teilen drauf und dann noch so ein richtiges Hemd und dann mit so einem Krückstock und so einem Krückstock, Junge. Alter. Nee, die haben den Style, die haben den Style erfunden, bin ich Das ehrlich. ist so Ich ein habe letztens schöner Style. auch so einen Steve Urkel kennengelernt, Digga. Der Typ war auch richtig heftig. Der sah echt aus wie Steve Urkel, Digga. Ich schwöre bei Gott. Und dann habe ich mit dem geredet, ne? Der ist übel korrekt so, ne? Also ich für meinen Teil, ich wurde so erzogen, dass ich keine Unterschiede zwischen Menschen mache, die anders aussehen oder geschweige denn auch eine andere Nationalität haben oder so. Klar hat man Naja, doch, Vorurteile. bei Klar hat man. manchen Menschen passt es Nee, auch. ja klar, normal, aber klar habe ich Vorurteile. Aber ich bin in meiner Straße mit Zigeunern, Polen, Russen, Arabern, Israelis. Ich bin mit allen aufgewachsen, Digga. Alle. Junge, Das wo war. hast du gewohnt? Das Auf war. welcher Straße oder was? Ich schwöre bei Gott, das war Multikulti da, Digga. Okay, die Zigeuner da waren schon echt over the top, aber Junge, ich sag's dir so, wie es ist. So, es ist immer gut gelaufen, weil habe ich Stress gehabt? Hatten die anderen mit mir Stress, besser gesagt, mit meinen Kollegen, weil mein Kollege war Zigeuner, Araber, Israeli. Digga, ich hatte alles. Digga, ich brauchte keine Angst haben, Digga. Ich war zwar der einzige Quotendeutsche, aber ey, das hat mich nicht gejuckt, Digga. Ich wurde immer beschützt, Digga. Digga, der Bre hat seinen eigenen Nationalitätenzoo aufgemacht. Aua, das ist rassistisch. Aber ernsthaft, Daniel, ich fand diesen, also der sah wirklich aus wie so dieser typische Schwarze, den Weiß, man aus was du den meinst. Filmen kennt, weißt du, das war richtig cool. Der war aber auch richtig, also der war aber auch langsam. Ich habe dem sogar meinen Sitzplatz überlassen, ja. Weil das Junge, cool fand. das Sah ist dein Ding richtig so aus? krass. Da war ich im Bus, saß da und dann kam da so eine schwangere Frau rein. Ne? Ich habe schon gesehen, so, boah Bruder, ey, die hält sich im Bauch, die ist bestimmt mega kaputt so vom Laufen so. Ich stehe so auf. Auf einmal setzt sich so ein Schüler einfach auf den Platz, den ich eigentlich für die Frau freigemacht habe, ne? Ich guck den Typen so an, denk mir nur so, ja Bruder, du machst aber jetzt einen Abgang. Er so, hey, was machst du mich an? Ich so, du machst einen Abgang, Digga. Den Platz habe ich für die Frau freigemacht, nicht für dich, du Keck. Er geht da nicht runter. Ich so, Digga, mach ich jetzt den ekligen, geh zum Busfahrer und sag dem das oder lasse ich das einfach? Digga, ich hab's einfach ganz anders gemacht, Digga. Ich hab seine Tasche genommen. Hab die Tasche, hab die Ta nee, hab die Ta hab die Tasche genommen, hab die dann nach hinten gelegt und dann ist er automatisch aufgestanden. Die Sache ist, dass die heutige Generation so unfassbar unverschämt ist. Vor allem, ich weiß Ja, nicht mal, Junge. vor allem die Eltern an sich sind ja meistens noch nicht mal dran schuld, weil die Eltern bringen ihnen ja bei, was das. Vor allem, dass du auch aufstehst in der Bahn, wenn dann eine Dame reinkommt, die oder ein Herr, die entweder älter sind oder irgendwie Hilfe brauchen. Ja, Das ist einfach also. unverschämt. Und Die diese Aussage Art und fühle ich Weise jetzt nicht zu so reden, ganz, ne? weil die Eltern sind meistens schuld, glaub mir. Ja, ich weiß, Nicht aber ich habe in ja auch gesagt, nicht 90%, immer. Aber aber. ganz ehrlich, Digga, das kannst du mir nicht erzählen, dass die meisten Eltern, also ich weiß, es sind unfassbar viele Eltern, ne? Aber Digga, es liegt ja auch hauptsächlich, man muss aber auch sagen, natürlich, dass viele Kinder auch, also die Schulzeit macht natürlich auch viel aus, ne? Und die Sache ist, wenn die Ja, aber Eltern man einfach braucht schon einen irgendwann, gesunden wenn die Eltern, Menschenverstand. ja, aber wenn die Eltern einfach irgendwann so die Erziehung von ihren Kindern vernachlässigen und die Kinder halt in der Schule nichts anderes mitbekommen als, ey, voilà, dann wirst du halt auch irgendwann zu so einem Typen. Also wenn ich mittlerweile schon Walla höre, kriege ich schon Kopfschmerzen, Digga. Ey, diese ganzen Aber Kinder, ne? was noch viel schlimmer ist, Ist Walla, Walla, ich schwöre. Walla, also Walla ist ja noch in Ordnung. Aber Walla Bilal. Digga, Oh. da krieg ich Kopfschmerzen, Digga. Wenn die dann wirklich nochmal eine höhere Beschwörungsart beschwören wollen, als sie eh schwören wollen. Beschwörung. Ja, Digga, das hört sich schon fast an wie eine Beschwörung für mich, Digga. Junge, es reicht ja nicht, dass man Walla sagt, Digga. Das hört sich ja schon richtig dumm an, so, ne? Die Sprache ist ja nicht dumm, aber wenn ein Deutscher das sagt, Digga, ist das einfach nur unnötig und dumm. So, oder Habibi. Habibi. Bruder,
What the fuck? Ich finde aber bei, also wenn Frauen Digger sagen, ne? Also das ist. Abturn. Oder auch wenn die Walla oder im Ho, Junge, nee. Junge, wenn Ich Frauen werde sowas das niemals sagen, das ist irgendwie sagen. so komisch. Oh, People of Bruder. Kansas City, Bruder, we made it. Oh nein. Jetzt haben wir ernsthaft jetzt Mädchen nach einer langen Fahrt gesungen. Bruder, we made it. Ich hab Gotenks You've auf got Max all high-tech endlich. hero figures at your Weg mit dir. disposal and you can use and combine them in any way you see fit. Also The number of Vegeta Gotenks. Ich brauche noch combinations Pan. unreal. Mix and match figures to create your Und ich brauche jetzt noch own Goku ultimate und ich brauche noch die zwei Gören-Scheißer da hier, die Vollplömpels, Alter. team. Dylan Gohan. Oh, ich finde die scheiß Ich Dragon weiß Balls immer noch nicht. nicht, wo die sind. Ich finde die einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Die sind vor der Orange High High School. Das weiß ich, aber wieso hab ich die nicht? Das ist wahrscheinlich nämlich alle zwei Mission. Jetzt Ich weiß ich, wie hab die die! scheiß Krankheit heißt. Zersetzung. Zersetzung? Oh, wie? Dann verwandelst du dich zu so einem Monster, Digga, und zersetzt deine Haut und dann siehst du ganz komisch aus, Digga. Anders kann ich mir Diagnose als Nichtarzt nicht vorstellen. Nichtarzt. Ich bin auch noch ein Nichtarzt. Noch. Ja, aber ich bin bei Diagnosen bin ich immer ganz vorsichtig. Ja, Digga, Ich brauche immer stell noch dir eine mal vor, Junge, du Mischkapsel, fragst jemanden, ob es schwanger ist und sie antwortet mit Nein, ich bin fett. ey. Aua. Obwohl ich aber auch sagen, ich habe manchmal echt das Gefühl, als würden die Leute, die als Hausarzt agieren, teilweise, also das ist ja auch so, dass die einfach nur noch aufs Geld aus sind und dann die einfach nur noch Medikamente ausstellen oder so ein Scheiß. Die Sache ist, die würden viel mehr Geld machen, wenn die dich in der Radiologie schicken. Das ist das, was ich nicht verstehe. Oh Baby, guck mal, wie schön das aussieht mit Schnee und so, Digga. Oh Baby. Sehe es. Und das soll nur von zwei Mann programmiert worden sein. Ja, die haben aber ewig gebraucht, Digga. Die Sache ist halt, dass solche Spiele, die. Also es ist halt an sich möglich. An sich, guck mal, wenn du das mal mit anderen Spielen vergleichst, an sich sind ja bei so einem Entwicklerstudio vielleicht gerade mal so 30 bis 50 Leute an einem Spiel, die entwickeln. Aber 30 bis 50 Leute. Du musst dir mal vorstellen, wenn du so bestimmte Frames und so einen ganzen Scheiß. Leon hat mir das mal erzählt, wie man das ungefähr macht, dass eine Welt ja aus verschiedenen Ebenen besteht in der Programmierung. Was? Und Meine Mutter ist schwarz? Wie die bin ich dann weiß? übereinander, das ist halt möglich, Ach was? wenn das ist tatsächlich sogar möglich, wenn beide Elternteile schwarz sind, dass du weiß werden kannst. Das liegt Also halt alles. auch Das andersrum ist das möglich. ist, Ja. nee, das ist beides nicht, sondern das ist einfach ganz normal, wenn du, weil das schwarze Gen sozusagen zwar das In Dominante der ist, Familie ist, glaube ich. aber wenn beide Leute, also wenn beide irgendwo das rezessive Gen weiß haben, wenn beide es haben, besteht eine 50-50-prozentige Chance, dass dein Kind auch weiß wird. Das Wenn geht halt zum aber Beispiel auch dein Vater oder andersrum, zum Beispiel hab ich ist. mal gehört. Zum Beispiel, wenn ein zwei Weiße können auch ein Können schwarzes auch ein Kind schwarzes kriegen. bekommen, Wenn wenn sie zum das. Beispiel die Mutter von einem von den beiden was mit Ja. einem Schwarzen hatte und dann in den Erbgut hat, dann ist das so. Weil es funktioniert halt so, dass du sozusagen A und A hast. Also du hast ein großes A und ein kleines A. Das große A ist immer dominant, das kleine ist rezessiv. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, dominant, weil du selber weiß bist, ist ja weiß dominant. Wenn aber beide Elternteile ein rezessives Schwarzes zu haben, so wie du ja gerade gesagt hattest, und dann kommt halt, wenn du das so in so einer Tabelle aufmalst, kommt dann so 50-50 raus, dann könnte dein Kind auch auf einmal schwarz sein. So. Die Möglichkeit besteht. Gut, und wenn du dann halt zwei Kinder bekommst, hast du eigentlich eine 100-prozentige Chance, das ist aber. Nee, Gray, der ruft mich immer noch nicht rein. Immer noch nicht. Nee, Junge. Also bei mir war es halt nach Ich vier Missionen so, ne? Also es ist aber auch, glaube ich, ein bisschen random, gerade ne? sechs Dragon Balls für den Dreckskerl sammeln. Ja, ich durfte erst rein, nachdem ich 7 bekommen habe. Mache ich jetzt wieder erstmal weiter. Jetzt bin ich auch wieder bei Nail. Mal sehen. Ich bin der Wo Armee warst du denn? beigetreten, um euch zu helfen vor diesen Mistviechern. Und jetzt kriege ich nur eine gebatscht. Danke. Hingebatscht. Gewatschelt. Kannst du mit der Weißen schlafen? Digga, das ist meine Schwester! Ja, Nubel. Digga! Hallo, kannst du mit der weißen Schwarze schlafen? Das ist meine Schwester. Also, das war kein Nein. Oh mein Gott, Anubis. Oh wow, I'm stuck. Hey, gab's da Step eine Bro. schöne Waschmaschine? So. Aber mit der kannst du Wie? das. Das ist immer noch meine Schwester.
wieso sieht sie aus dem Es Winkel ist keine anders aus? Stiefschwester. Vielleicht finde ich die, vielleicht finde ich ja noch irgendeinen Vibe da in dem Game, aber ich glaube nicht. Im Moment sieht Naja, das eher schlecht wenn aus. zwei Programmierer eine Sexszene programmieren müssen, du. Oh, Junge. Oh, Junge, 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 das wird sehr intim werden. Wahrscheinlich haben die da einfach nur Decke drüber gelegt. Ja, Digga, das, wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich, das macht, machen alle. Nee, nicht in die Richtung. The Witcher. The Witcher. The Witcher ist heftig, ja. Ja, Junge, Digga, das Einhorn. Würde mal was? Auf, ich schwör, bei The Witcher, ne, ich schwör, da siehst du die Sexszenen sogar richtig krass machen. Yennefer und Geralt, Digga, die treiben es auf einem von Yennefer beschworenen Einhorn auf einer Feier, zu der Geralt eingeladen Digga. Wurde, im Weinkeller, komplett nackt beide und liegen da dann einfach im Endeffekt nackt beide. Hä, hey, der hat die eine auf dem Löwenteppich gebügelt, Digga. Und welche Haarfarbe hat die? Rothaarige, diese ja, rothaarige. Dann war das, oh, ja, die war auch hot. Ich weiß nicht, Rosarade wollte ich schon sagen, einfach Pokémon. Rosarade, ganz kurz zu einem Pokémon geworden, Digga. Da musst du sehen, Vegeta mitgenommen. Ja, einfach Vegeta geworden. Ah, Mann, Scheiße. Also, 8 Jahre im Sack. Kannst du mit der schlafen? Sanktorium. Immer noch meine Schwester, Junge! Und 4 Jahre in der Armee. Diesmal war's echt krass. 6 Jahre im Sack. Digga. Junge, du hast aber schon einen alten Sack, Junge. Okay, ich wette, du wärst auch dafür, dass du mit deiner Schwester schläfst, oder? Nein. Wenn es deine Stiefschwester wäre, dann würde ich nochmal okay sagen, Digga. Selbst bei einer Stiefschwester hört sich schon miese Bauchweh. Ja, aber Daniel, wenn du sie nicht kennst. Wenn dir eure Mutter reinkommt. Digga, schnell, stell mal vor, Digga. Ich würde einfach von meinem Vater seine Tochter kennenlernen, Digga, die ich nie kennengelernt habe, Digga, und würde mit der zusammenkommen, Digga. Das wäre so cringe. Ich glaube aber erst, wenn du es erfahren würdest, wäre das massiv cringe, Digga. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich in dem Moment, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Ich schwöre, ich würde meine Sachen sofort packen und sagen, Digga, es ist nie passiert. Wir haben kein Kind, wir haben nicht geheiratet. Nein, wir haben gar nichts, Digga. Wenn man ein Kind hat, dann ist er noch trauriger, Digga. Dann ist eh schon vorbei. Was ist dann eigentlich dein Vater für das Kind? Dann kannst du zusammenbleiben, Digga. Eine kurze Frage. Weil, hast du ein Kind, was gesund ist? Du deine Freunde nicht verwandt sind? Natürlich. Was ist denn dann bitte schön dein Kind für deinen Vater? Wenn dein ja, Vater. Ja, das ist ja richtig, aber an sich ist das ja ein bisschen nur. Die, ist das ja deine. Die Tochter von ihm. So. Nee, die bessere Frage ist: Ist Daniel der Sohn oder der Schwiegersohn? Du bist so ein Wichser, ne? Nein, aber jetzt mal ohne Witz, Digga, das ist ja voll crazy, yo. Kannst du mit der da schlafen? Alter! Hm? Anubis, fragst du mich noch einmal, ob ich mit der Perle da pennen kann, Digga, ich box dich. Musst du erstmal herkommen. Naja, wenigstens fängst du schon an, sie Perle zu nennen. Es fängt an. Ja. Scheiße. Es geht los. Ich hab ne... Ah, nein. Ein Handschuh? Ich brauch eine Mischkapsel-M, keine Energiekapsel-M. Anubis, du hast einen kleinen und du aber klein, sagt man fein. Geil. Unser Mathelehrer heute so, wir besprechen die Mathearbeit, er so, also ich habe hier meine 2,5 Zentimeter. Und alle sind am Lachen. Nein, mein Kumpel eiskalt, klein, aber fein. Oh wow. Ja, aber fühle ich. Junge, ich weiß noch, wo unser Kollege damals in der Schule, unser Lehrer hatte so ein 30 Zentimeter Lineal. Und dann haben wir Sexualkunde gehabt und dann der Lehrer so, so jetzt schätzt mal, wie groß euer ist, ne? Wir haben dann so geschätzt so und unser Lehrer hat vollkommen so aus Spaß so übertrieben so. Und dann ist mein Kollege da hingegangen und hat mit seinem Finger dann die Größe des Lehrers angezeigt und dann hat er so auf 2 Zentimeter, wir haben uns so weggeschmissen, ne? Der hat den Finger vom Lehrer einfach weggedrückt und hat seinen Finger draufgelegt und hat gesagt, naja, ihrer ist aber gerade mal so groß. Aua. Digga, das war so geil. Ach, schon. Ja, was hat er dafür bekommen? Ja, Digga, der Lehrer war erst baff, der hat das erst gar nicht gescheckt, so. Und dann aber die Referendarin, die daneben saß, die hat sich dann weggeschmissen, Digga. Aber die hat sich wahrscheinlich gedacht, der beste Lehrer unserer Schule, be like.
Ich spiele so in seiner Vertretungsstunde mit einer Schere. Also, wenn du dich jetzt verletzt, Louis, dann trete ich nochmal nach. Alles klar. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott, der Lehrer, der wäre mir sofort sympathisch. Er ist auch so ein Ehrenmann. Der hat unser. Wir haben auch so ein Lineal in der Klasse, das ist 1 Meter lang. Der Bre hat das dreimal auf den Tisch gehauen, das ist zerbrochen. Ja, das hat unser Lehrer auch schon hingekriegt, Digga. Es gibt Gerüchte in unserer Klasse, dass er Aggressionsprobleme hat. Es gibt auch Gerüchte, dass unser alter Lehrer wirklich Geschlechtsprobleme, wollte ich schon sagen. Ja, moin. Dass er wirklich Aggressionsprobleme hatte. Aggressionsprobleme, Digga. Ja, Digga. Der Imperator. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was da abgeht, Digga. Sehr verwirrend, die Story irgendwie. Ich glaube, es war das. Wurde ja auch nur von 2 Männern gemacht, oder? Hm? Es steht dann am Ende Executive Producer, John Schnee, the Original Designer, John Schnee. Ist es dann am Ende? Daniel, don't victim, please. Don't victim. Ja. Please stop victim. That's not good. Digga. Ich hab jetzt alle 7 Dragon Balls. I'm so proud of you. Du musst dir auf jeden Fall schon mal Minus nehmen, weil du hast gar keine Balls. Aua. Nee, Digga, ich wünsch mir jetzt eine von größeren Schlungen. Er wünscht sich einfach Balls. Er wünscht sich einfach einen größeren Schlung. Du hast Schlung. 7 Dragon Balls gesammelt. Hey, ja, Junge. So, wie viel Zeit, aber ich kann dir gerade mal 1 Zentimeter schenken, sagt Shenlong. Ja, dann sag ich so, dann sammle ich so, dann sag ich ja pro Dragon Ball bitte einmal. Oh wow. Oh wow. Aber pro Stern und alle Sterne zusammengerechnet. Digga, Anubis, dann hättest du ja endlich mal 7 Zentimeter. Digga. Alle 7 gesund. Und deine Wünsche werden wahr. Ich guck mir jetzt mal so an, was man sich so wünschen kann. Ich glaube, man kann noch mal die Bosskämpfe und alles machen. Junge, ich hab mir gestern, einfach nur weil ich nicht pennen konnte, Schlafstörung ist da. Digga, hab ich mir die alte Doku von Pokémon angeguckt. Digga, wo die Kinder echt geheult haben, weil sie kein Gameboy von ihrer Mutter bekommen haben, Digga. Ich hab mich so, Digga, wenn ich so damals auch war, ne? Ich schwöre, ich würde mir einen Kopfschuss geben, Digga. Aber jetzt kommt das Ding. Ich war nicht so, weil ich habe Mama gefragt. Ich hab den Gameboy einfach so bekommen. Ich habe gar nicht erst nachgefragt. Ich habe ihn einfach bekommen. Ich will verdammt gut aussehen. Als damals das allererste Mal ins Kino der erste Pokémon-Film reingekommen ist, Alter. Und jeder davon. Leute, was soll ich nehmen? Es gibt, ich will Geld, ich will ein seltenes Objekt, ich will mich schick machen, ich will stärker werden. Also ich habe jeder einzelne von den Dingern mir mal erklären Digga, lassen, was das bedeutet. Wie gut ist das Spiel durchdacht? Okay, es gibt sogar Widerstandseffekte wegen Wetter. Bei ich will für dann gut aussehen, kannst du, soweit ich weiß, 2 oder 3 Mal machen und dann kriegst du so ein Outfit, was von Shenlong zusammengestellt wurde, aber das ist angeblich nicht so schön. Nee, okay, ist es auch nicht. Was ist, ich will mich schick machen? Das ist auch schick. Ungefähr. Also ich glaube, du kriegst, soweit ich weiß. Nee, ich glaube, du kriegst bei schick irgendwie so ein Teil, was du mit. Ich weiß nicht, was das ganz genau war. Irgend so eine Puppe oder so, die du dir auf den Kopf setzen kannst oder sowas. Genau, sowas war das. Und ich will stärker werden? Ja, entweder ja, was, ist das da jetzt, kriegst du Punkte. Also was kriegst du entweder, Skillpunkte. Also entweder ist das XP oder es gibt zwei Sachen, die du auswählen kannst, um Level aufzusteigen. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt ganz genau war. Und Superangriff und spielbare Charaktere sind diese Shenlong-Teile da. Ich habe jetzt Seelenecho-Geräte bekommen. Ja, ich habe ich hab stärker werden genommen. Seelenecho-Geräte. Das habe ich da auch mitbekommen. Ich weiß nur, dass du damit angeblich dich halt verstärken kannst, logischerweise. Aber ich glaube eher, dass du damit deine nicht aufleveln, sondern nicht richtig. Ich krieg die ganze Kopfnüsse von dem Wichser. Ja, das ist nicht so gut. Hält den Kopf nur so ein. Ja. Super Kamehameha. Ja, Digga, Goku wird jetzt auch mal auf volles Freundschaft. Ja, ich mach ihn fast weg. Attacke, meine Schwester. Den Namen kann ich mir nicht merken. Nee, Selina ist. Mein Sexobjekt. Selina? No. Ja. Hast du gerade gesagt, mein Sexobjekt? Nein. Ja. Ich hab von mir gesprochen. Ich glaub nicht, da.
Wie da hin so aufhört zu reden, Digga. Digga. Findet deine sieben Kristalle. Ey, Digga, Daniel, bei dir heißt es, find erstmal deine zwei Dragon Balls, Alter. Ey, Digga, ich hab, also, das hat mir schon bewiesen, dass ich die Balls habe, Digga. The Balls. No, my dick in every day, Digga. My balls. Sucking on my balls, licking on my balls. My balls. Touch my dick balls, Alter. Dann weiß man, dass diese Stelle gibt. Sticking in that booty hole, my balls. Super Kameha, super Kameha, super Kameha. Es ist erst ausgewiesen, oder? Wie kann man sich die Wünsche alle erklären lassen? Klären. Das kannst du, ja, das kannst du auch, aber ich habe das auf YouTube mal eingegeben gehabt, was jetzt alle Wünsche bedeuten, hatte der Typ das erklärt gehabt. Das muss man machen. Dann kannst du vielleicht auch eine Erfahrung bringen. Verstärkt eine Superseele mischen. Das verstärkt Superseele. Aber das verstärkt deine Superseele. Ja, das ist schon besser. Kiste. Weil wenn du diese Superseele mit dem doppelten D, Digga, vielleicht könntest du das dann ja vielleicht auf fünffach erheben. Einfach mit dem Doppel-D. Doppel-D, du hast. Geilo. Hopp. Die Karte sieht absolut Schweilo aus. Oh, Speicherpunkt! Nein, ich will keine Ausrüstung erhalten. Boah, der Speicherpunkt war aber versteckter als, darüber reden wir jetzt nicht. Alter. Natürlich ist er bei deiner Mutter. Ich hab sie! Danke, meine Fresse! Oh. Komm her, du Crocodile. Hat ja auch nur 8-mal Wiederholen der gleichen Mission gedauert, Digga. Was hast du denn jetzt? Ich hab die Kaioken. Digga. Hat auch zu. Und wieso sollte man die spielen? Weil die stark sind. Die sind tatsächlich sogar stärker als Super Saiyajin und Super Vegeta, deswegen spiele ich die. Aber die ist im Opfer gegen Leben. Ich weiß nicht, wie das. Nee, in dem Spiel ist das nicht gegen Leben. Ich glaube gegen irgendwas anderes. Ich weiß aber nicht ganz genau was. Warte mal, Fähigkeiten ändern. Super Vegeta machen wir zu Kaioken. Okay, Selin macht weniger Schaden als ich. Das macht Sinn. Ich bin ja auch der Kerl. Weil. Sie heißt Selene. Selene oder so. Sie heißt gar nicht Selene, keine Angst. Ich brauche jetzt immer noch eine super eine Mischkapsel M. Wo ist denn jetzt hier eine Mischkapsel M? Ja. Es gibt ja kaum Erfahrungspunkte, M? Leck mich einmal auf. Ich brauche eine Mischkapsel M. Ich brauche auch so viel zum Mischen. Hallo Daniel. Ich habe ja hier ist eine Mischkapsel S. Guck mal neben S? Dich, links neben dich. Mischkapsel S. Ich habe eine Granate gefunden. Mischkapsel S. Digga, hier sind überall nur Mischkapsel S. Es gab so jetzt eine Granate. Dein Bruder steht neben mir. Dir. Mischkapsel S. Ach, Digga, du bist so inkompetent. Mischkapsel M. Ich hab sie. Da ist sie. Ich brauch sie. Ich hab's gesehen, dass du neben mir stehst. Ich bin nur gerade sehr darauf fokussiert gewesen, dass ich meine Mischkapsel finde. Digga. Ja, du hast keine Balls. Unnötig. Halt die Klappe. Ich will endlich in dieses Raumschiff rein. Haltet ihr doch die Klappe. Okay. Weißt, was ich habe jetzt Google in der Ginyu-Version genommen. Was? Ich habe jetzt Goku in seiner Ginyu-Version genommen. Ja, dann gehe ich jetzt sofort ins Füßerschiff rein, wenn du da rein möchtest. Ich bin vor dir drin, ich war da schon mal. Was zum Fick? Das stimmt für dich. Ich bin stolz auf dich. Was zum Fick? Dann hat sie bald verirrt. Hänsel und Gretel. Was sind das denn für Monster? Böse. Pfui. Dann lade ich okay, ich mache aber gut. Ich mache gut, aber ich mache gut Damage. Und jetzt? 20-fache Kaioken! Let's go! Boah! Wie kriegt man die? Durch eine Mission. Boah! Und welche Mission? Naja, wenn die 20-fache Kaioken gut wäre. Tschüss Gott! Und? 10-faches Kamehameha! Aua! Also Leben klaut sie nicht. Okay, mit Magie ist, auch, ist sie auf jeden nicht. Fall um einiges stronger. Achso, ich weiß, ja, okay, sie geht irgendwann einfach, ach so, ich weiß, Digga, wenn deine Ausdauer leer geht, ist deine Kaioken weg. Ja, okay, das geht. Ja, Digga, das ist kacke. Das geht.
20-facher Kaioken. Kaiokorn, Da machst du in der Zeit, wo du die Kaioken aktiviert hast, einfach deine Super Genki Dama, Digga. Let's go. Let's go. Steht Männer oder Frauen? Also ja, Männer und Frauen, das ganze Down. Aggressive, also auf beides. Gegenseitig ganz tief in die Augen schauen. Din. 20-fache Kajoren. Böse Flüche, ich habe ja gar keinen Schaden gegen ihn gemacht. Super. Kamehameha! Not bad at all. But don't get carried away. 10-faches Kamehameha. Dani, hast du dich für Sabon oder für Dodoria entschieden? Das ist wie lange das her ist, weiß ich doch nicht mehr. Und wofür würdest du dich jetzt entscheiden? Sabon. Ja, habe ich auch für Sandman Sakura. Genki Dama. Nein, nicht auf Celine. Die einfache Kaioken. Das gibt Erfahrungspunkte, Punkte. Super Genki Dama. Super Genki Dama, die wahrscheinlich mit Schuss zerfallen könnte. Ich will wieder zurück zur Stadt. Oh. Ladeschwäche oder was ist los? Ja, ich meine mal die dreifache Kajoken mit dem Super Kamehameha. Immerhin haben sie sich beim Ladebild was Schönes ausgedacht. Auf den Spuren von irgendwo Kamehameha. Auf nach Gargamel. Gargamel? Einfach eine super Genki damals da dann. Also die Maps-Designs sind aber Wonderbra. Also auf YouTube im Stream ist die Qualität erstmal nicht so gut und dann habe ich noch ein iPad von 2016, also ein Tablet. Bam. Und oh, gutes Oberelt ist mal wieder angerufen. Ich habe meine Zeit in der Mehrspieler-Lobby verbraucht. Ja. Das ist tatsächlich. Muss ich da jetzt wieder reingehen? Ja, muss ich wieder reingehen. Astraelen lacht sich über Kamitama. Super Genki Dama. Oder Kam. Gibt's einfach nur. Sie hat so ein Goku in der Ginyu-Form, Alter. Super Kamehameha. Mädchen und Kram müssen das blanke Kram. Hey, dieser Barry-Team sieht irgendwie ein bisschen ähnlich, oder? Ja. Also, der Hauptcharakter, Barry, der sieht Luis ein bisschen ähnlich. Groß, dünn. Jetzt muss ich das Spiel deinstallieren, Digga. Hallo? Ich hab die Mischkapsel M, juhu! Ja. Du kannst dich jetzt endlich vergraben gehen, indem du dich mit der Erde mischt. Alter, Digga, das war richtig schlecht. Mein Gott! Das war der Scheiße. Und Mr. Satans Herausforderung erledigt, das ist ja wunderschön. Leben, Alter. Junge, was ist, weil die nur zwei Männerteam sind oder Frauenteam? Du hast ja schon wieder viel zu viel Level abgetrunken. Ja, Mann. Geht, Digga. Zwei Dinge abgetrunken, aber mehr auch nicht. Oh ja, nur zwei. Mehr trinke ich auch nicht. Welches Level bist du jetzt eigentlich? Du bist doch jetzt Max, oder? Nee, immer noch nicht. Ja, hast du dich nicht direkt durchgekauft? Nein. Ich brauch noch CP-Points, Alter. Und ich gehe jetzt erstmal hier in dieses Ding da rein. Ja, ich hab für dich die Mischkapsel. Hätte Nail mir einfach mal geholfen, Junge. Lass mich jetzt hier mal in mein Orbiter rein. Ich bin nicht mal mehr auf Namex. So oft habe ich schon diese vielen die Balls geholt. So geil. So eine Lüge, der Typ. Hier ist Sabon. Wer? Du bist die größte Lüge. Ich? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no, I get fucked. Was hat dein schon wieder geraucht? Da ist Freezer.
Boah, heute Kahoot-Test, be like. Yes. Junge. Ich hab gar nichts geraucht. Außer vielleicht ein bisschen Ganja. Der eine Kahoot-Test in unserem Lateinkurs, be like. Und der eine Junge. In Latein? Ja, klar. Du Scheiße. Ja, manchmal so, also nee, weil wir waren halt letzte Woche Donnerstag weg und die waren halt in der Schule. Und jetzt auf Freitag. Und dann durften die für uns etwas vorbereiten und haben die Kahoot-Test gemacht. Weil wir konnten ja nichts Wichtiges machen, wenn wir ja nicht da waren. Und dann haben die Kahoot-Tests gemacht. Und Digga, der eine Prediger, der hieß einfach Gladius in meinen Arsch. Digga. Ja, der Name auf jeden Fall, ja. Und einfach Track of Track. Dreifacher Kajon. Oh nee, ne. Das war ich. Oh nee, ne. Ja. Das war anders, das. Das ist nur halb meine Power. You aren't running out of breath, are you? Ja. Ich geb dir gerne Genki Dama. Now those are some splendid moves. 10. Faches Kamehame. Perfekt! Oh. Meine Mutter ist die Beste. Perfekt. Hallo, vierfaches Kamehame. Privet! Privet! Beeindruckend. Ich weiß, ich bin ja auch beeindruckend. Also eigentlich meinte ich gerade mich, weil der Typ zu mir gesagt hat, ich bin beeindruckend, aber ja. Freezer, oder? Ja. Digga, der Typ, es ist einfach freaking Freezer und er sagt der Typ. Ja, Freezer, ich komme sehr, sehr gerne in deine Armee, um dich komplett aus dem Leben zu nehmen. Es werden ja immer mehr Gegner, Digga, ihr wollt mich doch wohl komplett hops nehmen. Hops genommt. Ja. Das sind mal eben 4 Angriffe, die ich tanken muss, ne? Das ist schon nicht ohne. Oh. Und genau deswegen hasse ich Höhlen, Digga. Ich hasse Höhlen einfach. Das Höhlengleichnis. Ja, Junge, ich hasse Höhlen in jedem Spiel. Da kann immer was passieren in Höhlen. Ja, Digga. Höhlen sind die Hölle. Deswegen sollte man auch die dunkle Tropfsteinhöhle eines Jungen niemals erkunden. Und ja. Einer Jungfrau doch schon, klar. Eines Jungen, nicht einer Jungfrau. Nee, deine möchte einen Jungen. Ah ja, okay, nee, dann haben wir das geklärt. Mit einem Jungen möchte ich auf jeden Fall nicht starten, ja, wenn man das jetzt... Also das allerbeste, die allerbeste Sexualität, Digga, ist so... also Pan. Das, nein. B. Doch. Ja, B, weil du beides hast. Ja. Ja, er hat einen Rentwitch für Pan auch. Man liebt aber einfach den jetzt, Menschen. Ne, also B ist aber... Wie hat mein Opa mal gesagt, ein bisschen B schadet nie, Alter. Ja, aber B ist echt nicht schlecht. Also die Sache ist, weil du kannst halt Jungs und Mädchen, du gehst halt in so eine Bar, wenn du dann so ein heißes Mädchen hast, dann kannst du halt ficken, hast du am nächsten Tag einen hübschen Jungen, da kannst du ficken. Ich meine, das ja, ist... Digga, aber mal abgesehen davon, dass ich niemals, egal. Aber ja, dann, du selber kannst dich ja auch nicht dazu entscheiden. Ja. Das entscheidet ja sozusagen dein Hormonhaushalt. Ja, das, mein Hallo, willst du gerade Bi-Leute als schwul bezeichnen? Ja. Nein, das hab ich nie gesagt, jo. Also, aber jetzt, im Endeffekt sind sie zum gewissen Teil schwul. Die sind schwul und straight zugleich. Deswegen sind sie auch Bi. Bi. Aber es ist halt... Aber ich hoffe, ja, Bild different. Das ist echt das Beste. Naja, die Sache ist, gegen Schwule habe ich überhaupt nicht, solange die sich nicht so komplett verhalten wie diese... So tuntenmäßig. Ja, das ist so... Am besten, wenn die sogar noch so schwarze Fingernägel haben und dann so, hey guys, geht's euch gut, Chicas? Weißt du, mäßig? Ich bin so ekelhaft sowas. Ich bin 24, Tim. Junge, das sind doch auch immer noch Jungs, die haben einen Penis. Dann sollten die sich auch lieber mal so verhalten. Also, aber Leute, die sich komplett umoperiert haben, finde ich voll in Ordnung. Ja, ne? Würde ich trotzdem nicht knallen, Digga, außer es würde auch versehen passieren. Naja, aber was ist, wenn die Medizin irgendwann... Daniel, was ist aber, wenn die klassische Medizin irgendwann so fortgeschritten ist, dass du das Geschlecht wirklich zu 100% umwandeln kannst, mit allem drum und dran, was dazugehört? Am Ende kommt dann die, hey,
Ich bin Caroline Meyer. Hey, ich hatte mal ein, ich bin Caroline Petersen. Oh, ich hatte mal einen Karl Petersen in meiner Klasse. Bist du seine Schwester? Nein, ich bin der. Wie sagt das? Ich habe den Falschen angegriffen, den wollte ich gar nicht angreifen. Ich wollte eigentlich seine Attacke unterbrechen. Egal. Dass tatsächlich irgendjemand erfinden, beziehungsweise das kann man so nicht erfinden, sondern das kann nur durch Zellregeneration stattfinden. Und das wurde bis jetzt immer noch nicht erfunden, beziehungsweise es wurde nicht herausgefunden, wie es funktioniert. Es gibt Tiere, die können das. Auf viel bessere Art und Weise als wir Menschen. Deswegen, Geckos. ja, das wäre so geil, wenn du einfach einen Arm nachwachsen lassen könntest. Boah. Ja, der Oberälteste möchte mich endlich sprechen. Ah, der will mich auch widersprechen. Fällt mir mal ein, ich muss vielleicht mal irgendwie Gray aus wird zum dieser dritten Raumschiff Mal rauskommen. gesprochen. Ich, Junge, bin. Das erste Mal am Start, Alter. Wieso kann ich dir nicht mehr zu. Oh. Ja. Fetzer. Oh, ich weiß nicht so, Junge, es werden wieso immer ich dir mehr nicht mehr Gegner, zugucken kann. Digga. Bleib doch weg von meinem Leib, Digga. What the Ich fuck? kann auch gleich in ein paar Sekunden Daniel nicht mehr zugucken. Das ist jetzt bitte kritisch. Schnell arbeiten jetzt. Beide Dinger sind total leer. Das Handy ist aber schon tot. Es ist komplett ausgegangen, Alter. Boah, im Nahkampf macht die Alte ja gar kein Ja, ich Damage. dachte, ich könnte mir jetzt Stufen kaufen. Wo geht das? Du, nee, du kannst noch gar keine Stufen kaufen. Jetzt bist du erstmal bei deinen Attributen-Boost wahrscheinlich. Der Typ wollte sich das allererste Mal jetzt zum Attributen-Boost holen. Und jetzt musst du da weiter Missionen machen und dann musst du da nochmal rein und dann machst du weiter Missionen machen und dann gehst du da nochmal rein und dann machst du nochmal Missionen und dann gehst du nochmal rein und irgendwann. Digga, was war denn diese 1000 CP-Medaillen? Hä? Das sieht schön Ich habe aus hier bestimmt schon irgendwie. voll viel von denen. Ja, die brauchst du um aufzuleveln. Dafür musst du so einen bestimmten Typen gehen. Boah, Und sonst Junge, die kannst du Höhle ist nicht. ja enger, Alter, als alles andere, Digga. What the fuck? Ich habe Google wieder angeschmissen, Digga. Wie Mit lange sieht engen das Handy Tunneln nicht mehr kennst du aus? dich aus. Ja, Oho. Mann, ich tunnel Aber halt gerne. bei dir flutschen die immer, weil ein rostiger das Dach. Desto Hier ist feuchter auch der wieder. Keller. Und ich habe Ah! das Bild gesehen, Daniel. Ja, Digga, das kannst du jetzt nicht bringen, Digga. Ich so nicht. Was ist denn das für ein Riesending? Gar kein Bock, ich drehe mich um. Nein! Das Egal. ist der nächste Bosskampf. Och Daniel macht ja nö. dann nur ein bisschen Elden Ring von einem Boss zum nächsten und dann immer verkacken. Junge. Digga, der sieht Obwohl, böse der ist aus, doch. Digga, der sieht ein bisschen aus wie Gometri, Alter. What the fuck? Also. Dieser Typ sieht groß aus, gefährlich und hat ganz lange Gay. Kra und er springt. Und er ist groß. Er ist riesengroß. Nee, das mit dem Groß hast du schon gesagt. Dein Blick kommt nicht so groß. Alter Schwede, jetzt kriege ich aber dicker auf Maul, glaube ich. Der sieht ein bisschen sehr, sehr stark aus, Digga. Aber das kriegen wir doch hin, Junge, weil ich so ein dicker Bastard bin. Attacke. Was? Ja, nicht ernst nehmen, Digga. Ach du Scheiße, gegen den habe ich ja gar keine Chance. Männer Alter. und Frauen sind das Okay, ich mach 99 Damage pro Schlag, Digga. Das die ist sich sehr wenig. gegenseitig tief in die Augen schauen. Ist mir doch egal, wer sich jetzt gegenseitig in die Augen schaut, Digga. Gray Ich hat habe aber andere an sich Probleme. schon eine schöne Stimme, aber er weiß sie nicht zu nutzen. Bei ihm klingt das so. Feuerriss, Digga. Jetzt gibt's Aua. Das macht ja gar kein Damage. Fick die Henne. Die Sache ist, ich Hey, hatte Digga, das tatsächlich ist die ein Wahl zwischen Gesteinsvulkan. Klavierunterricht und Gesangsunterricht. Gegen was ist Gestein nochmal Wasser. verlässlich? Hä? Ja. Weil Wasser trägt die Mineralschicht ab und dann bricht der Stein. Genau. Okay, hast du Wasserattacken? Fuck, jetzt hab ich die Aufgabe verkackt. Egal. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg, 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 ich muss hier Pflanzen weg, war, weg, weg, soweit weg, ich weiß, weg, weg, auch weg. effektiv gegen Wasser. Das ist so, das sind alle Ja. so diese Sachen, das muss man sich irgendwie herleiten, weil Pflanzen, die können Fuck. Wasser sein, ohne zu sterben. Ja, das sind so komische Eselsbrücken, die du teilweise bilden musst. Alles andere Lack. Wer guckt mir eigentlich zu? Ich gucke hier jeden zu irgendwie. Ich gucke deine zu. Ja, wer guckt mir zu? Ja. Schwanz lutschen. Aber das mit deinem No Front mich gerade ein bisschen mehr interessiert. Ich habe einfach Aber acht neue dich. Stellenangebote für Lehrer am Hamburg. Ja, warum? Bringt auch viel. Digga, wie Lack, kannst du Junge! Er hat Stellen. mehr Leben als Gott! Was ist los hier? Gray kriegt Stellenangebote für Lehrer in Hab ihn! Hamburg. Ich hab ihn gefickt! Ja, Digga, ich weiß auch nicht wieso.
jetzt wird's aber eng hier. Jetzt greifen die alle gleichzeitig an. Das ist ja voll unfair. Ja, moin, die haben mich im Dreier-Sandwich. Sag mal, Daniel, guckst du mir zu? Ja. Oh. Ich guck beiden zu. Dir und Anubis. Lol. Ah, dann my only Zuschauer. Ich muss ihn jetzt entertainen. Ich mache ein Gewinnspiel. Schreibst du in 10 Sekunden, ich bin hier rein, kriegst du gewinnen 5000 Euro. Und ja. Gerade ganz schlecht. Tja, dann war's dann leider mit deinen 5000 Euro, ne? Was ist halt mit meinen 5000 Euro? Bin ich halt 5000 Euro ärmer. Na, jetzt fuck mich nicht ab, Digga. Naja, ärmer bist es nicht. Du hast sie noch nicht bekommen. Naja. Dafür hätte ich eh kein Geld bekommen, du armer Schlucker. Außer wenn ich, außer später, Digga. Beim Erben, Digga. Hm. Am Ende hast du noch Schuld. Nur. Ja, die kann ich dir auch gerne geben, wenn du willst. Ja, schön. Darauf kann ich halt sehr gut verzichten. Die kannst du gerne für mich übernehmen. Es gibt in dem Game eine Neben-, also eine Parallelquest, bevor man die nicht, also in der man Whist zuerst benutzt, besiegen muss, weil er sonst die Zeit die ganze Zeit zurückspult. Das ist schon smart. Sammle all die 7 Dragon Balls. Zum Glück war der Riese doch nicht so stark, wie ich dachte. Hier ist ein Dragon Ball. Ich hätte schon fast einen Heulkrampf gekriegt. Kann ich diese Dragon Balls nicht einfach selber mitnehmen, Alter? Du, dann scheiß Dragon Balls, kannst du nicht einfach die Backen halten. Ich kann dir gleich mal meine Dragon Balls an die Backen halten. Oh Gott, nee, Digga. Rosinen brauche ich nicht. Ja, das sind meine namekianischen Balls, du, die sind überdurchschnittlich groß. Du kannst aber auch gerne meine Super Dragon Balls haben. Grün und schrumpelig, brauche ich nicht, danke. Digga, willst du meine planetaren Balls mal luschen, Digga? Planetar! Ja, Digga, dein Mundkrebs brauche ich nicht, mein Freund. Hallo, was soll denn das bedeuten? Ja, ja, planetare Balls, da würde ich mir Sorgen machen. Digga, meine Hosengröße ist XX bombastisch, Alter. XX bombastisch. Digga. Diese Größe ist immer so. Die wachsen exponentiell an, Digga. Nicht gut diese. Ja, Junge, die sind so groß, Alter, die wachsen bis in den Himmel und wieder zurück. So eine Lüge, Digga. Ich aktiviere jetzt einfach einen Limitbrecher. Ein Limitbrecher. Ein Limitbraker. Wo ist denn jetzt der letzte Dragon Ball? Finde deine 7 Dragon Girls. Ich könnte schwören, also, ich war gerade. Wäre das mit Frauen, würde ich auch nie nein sagen. Ja, Mann. Vielleicht ein Weg wäre nur, bis man einen Girl bekommt. Das allererste Mal. Digga, ja, wenn man sich selber, wenn man sich einfach selber frontet, Digga. Nee, ich glaube, er hat einfach nur Einsicht gezeigt. Ja. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Genau. Ja, Mann. So, Dragon Ball abgeliefert. Weg mit dem Ding. Anubis macht die gleiche Mission wieder, okay, Digga. Er macht die. Nein, das ist eine andere. Ja, Digga, wie viele Missionen hast du denn mit Pilz? Mit Pilz? Das ist eine ganz normale Mission mit dem guten Pilz. Mit dem hohen Pilz, Alter, namens Nacktkatze. Ich weiß nicht, Digga, Nacktkatzen sind irgendwie. Also, so ein Wohl, Digga. Ich hab neulich eine sehr süße Nacktkatze gesehen. Er ist eine ägyptische Nacktkatze, fällt mir gerade erst auf. Ist einfach Anubis. Digga. Stimmt, jetzt wo du sagst, Anubis ist eine Nacktkatze, Digga, total. Junge. Er ist aber, eine noch eigens gezeugte Rasse mit kleinen Schwänzen. Ja. Sehr begehrt. Autsch, Anubis. Der Charakter zählt. Und der Charakter. Das sind sie alle. So, Junge. Charakterzelt! Nur der Charakterzelt! Oh mein Gott, dieses Meme, ne? Ja, Mann. Der Charakterzelt! Digga, was ist das denn für eine behinderte Frau? Also ich meine, es ist ja richtig, was diese. Also naja, nicht nur der Charakter zählt. Ich will jetzt nicht so ein richtig hässliches altes Vibe haben, was verschrumpelt und fett ist, bis zum geht nicht mehr. Auch wenn es den wunderschönsten Charakter auf Erden hat, wenn das Ding bis auf die ausgeleiertsten, ne? Ne, wisst ihr, was ich meine? Deswegen sagt man ja auch, Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Genau. Aussehen zieht an, Charakter stößt ab. Das könnte aber dann nur bei dir passieren, Anubis. In der heutigen Generation, be like, Alter.
Junge, Junge, Junge. Ja, diese ganzen Dilaras, Alter, brauche ich nicht, Alter. Oh my god, the Lara! Ach nee, das heißt nicht Kraftpilz. Das heißt Kraftmische. Digga, oh Junge. Wie kommst du auch auf Kraftpilz, Digga? Hast du irgendwie Pilze gerufen? Mische. Alle Erdlinge also, getötet. Punkt. Was ist denn das? Kai Kai? Was habe ich jetzt eigentlich für die Mission hier bekommen? Was war das überhaupt erster für eine Mission, Untergang, die ich gemacht habe? Super Untergang. Da hat man irgendwas Gutes bekommen, deswegen habe ich die Wendung gemacht. Din 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 what you need. This is what you need. Jetzt gucken wir mal, was ich gerade gemacht habe. Denkst du dir auch manchmal nur, was für hässliche Leute so in der Lobby rumlaufen, ob die sich sogar nicht schämen, so rumzulaufen? Ich frag mich, wieso die alle keinen Style haben. Das frage ich mich, Digga. Ach, Anubis, Digga, du hast die gleiche Mission wie ich gerade gefunden, Digga. Mit dem Kai Kai. Ja, das ist Kai Kai. Das frage ich mich auch die ganze Zeit schon. Deswegen will ich das jetzt gerade mal machen. Nee, ich hab die gerade noch nicht gemacht. Das war die, die ich gemacht habe. Und hast du Kai Kai bekommen? Nö, darf ich jetzt nochmal machen. Und wie machst du die Mission? Mit wem? Ja. Wie scheint, mache ich es gerade mit zweimal Super Saiyajin Gott. Junge. Nee, ich muss Goku mitnehmen als Meister, deswegen habe ich den so oder so dabei. Dann nehme ich noch mit. Ich nehme, nee, in solchen Missionen nehme ich nicht meine Meister mit. Muss ich. Ich nehme ihn in jeder einzelnen Mission mit. Aufleveln ist wichtig. So kostet jetzt auch nicht, Because I'm very strong. Goku. Super Kamehameha. Digga, was spielt Bach mit dem Next Lord of Destruction? Ja, Digga, das sind diese Rätsel, Digga. Und wie bekannt, Daniel hasst Rätsel. Super Saiyan God. Super Saiyan God. Ja, Goku Ultra Instinct. So. Super Genki Dama auf mit der Gott der Zerstörung. Wie? Ey, du musst zuerst den Wurst angreifen. Habe ich schon, der ist schon tot. Aber sonst zieht er die Zeit zurück. Der ist schon tot. Jetzt ist nämlich erstmal Mr. Bills da. Der ist erstmal ein super Kamehameha hat. Besiegt. Immerhin muss ich dieses Spiel nur einmal machen, oder? Und wer kommt ach, jetzt? Ach du heiliger Van Helsing, wo bin ich denn jetzt gelandet? So that is the super Saiyan God. Da ist er nochmal, Mr. Bios. Da kriegst du erstmal eine super Genki Dama ab. Mal sehen, was du dazu sagst. Böse Flüche, sag ich das so. Du kriegst die so ja. Schnell? Ja, mein Hauptcharakter ist unfassbar stark. Achso, das klingt von der Kamehameha, ja, das muss ich auch einmischen. Kommt sicher. So, dann mag ich einfach nochmal. Warum ist das im Spiel die Schwester sind, Digga? Ich will jetzt auch auf, weil ich muss das Haya machen. Ja, Bubu machen. Ja. Bam! Mr. Gott der Zerstörung lässt gerade eine göttliche Explosion. Ich weiß gar nicht, wie wichtig mittlerweile Haya Bubu geworden ist. Haya Bübsi, Alter. Weil dein Schlafproblem. Bam! Bei meinem Schlafrhythmus ist es besser, wenn ich Hayabubu mache. Ey Junge, könntest du mal aufhören, mit der Virus immer auf. Ah, mach auch Hayabubu und bleib nicht wieder bis 3 Uhr morgens wach, Digga. Digga, nee, das schaff ich gar nicht. Selbst wenn du nicht schlafen kannst, schlaf. Ja. Was für eine Einsicht, Mann. Das nennt sich Diagnosearzt, Alter. Ja, Digga, was soll ich sonst sagen? Zum Schlaftabletten. Schnauze halten, Digga. Ja, moin. Das ist das Letzte, was ich jemals sehen würde, Digga. Digga, ich hab halt einen ultimativen Finisher mit dem Typen gemacht. So, dann hoffe ich jetzt mal hier. Ne, ich hab's noch nicht bekommen, Digga, muss ich halt nochmal machen. Aber ich hab wieder eine Mischkapsel M bekommen, ist sehr schön. Ja, okay, komm, lade ich erstmal alle gespeicherten Daten hoch, Digga. Nice. Ja, mach mal. Kann ich wenigstens mein iPad gut, wieder entspannen lassen und Anubis nebenbei zugucken. Ach, du hast Tail im Super Saiyajin. Ja, bis morgen. Hab ich mitgenommen. Ich finde aber die Ulti vom Ultra Instinct schon eigentlich ziemlich krass.
Irgendwie hätte ich hätte irgendwie ein bisschen mehr von dem Super Instinkt von dem Super Ultra Instinkt erwartet. Weiß nicht. Das ist schon geil. Ja, ja, ist ja, das ist definitiv geil. Aber ich meine, irgendwie ich hätte mehr erwartet. Das ist die Kai-Kai-Mission. Und nochmal. Aber dieses Spiel ist echt wild, Alter. Aber ich hätte gerne erhebender Geist für meinen Charakter. Das ist das Aufladen von den Ultra-Instinkt. Ich glaube, das kannst du sogar auch bekommen. Du kannst ja alle deren Fähigkeiten bekommen. Du musst halt nur diese ganzen DLC-Missions da machen. Aber den erhebenden Geist würde ich definitiv, weil das Ding lädt halt unfassbar schnell auf. Das ist halt aber zu wild. Wo ist denn jetzt hier Wild? Nee, das ist. Also ich hab zum Goofy Super Saiyan Parocke. Die? Aua. Alexa, schalte die Lampe an. Jetzt, wo der weg ist, können wir uns Geheimnis für den erzählen. Ich hab gehört, der steht auf meiner. Das ist kein Geheimnis. Alexa, du bist Lampe 100%. Wo ist mein Genki-Dama gerade hingeflogen? Digga, wenn ich jetzt den erhebenden Geist schon hätte, Junge, dann wäre ich jetzt schon längst vollgeladen. Muss mir jetzt erstmal. So, wie? Krieg ich wieder meine Super Genki-Dama ab. Und jetzt stirb! Ich muss einfach wissen, was Kai-Kai ist. Klingt irgendwie nach einem krassen Angriff. Also, es ist wieder sowas, oder? Eine Aufladung, eine Flucht. Irgendwie sowas. Das ist ein Elster. Would you like to be the next god of destruction? If Lord Beerus kicks the bucket, that is. No thanks. Stirb jetzt. So. Jetzt ist Mr. Beerus dran. Mit der Super Genki Dama. Jetzt stirb. Ich muss meinen Laptop aktualisieren, damit ich morgen noch hochgeladen werden. Der ist kein Laptop. Anfang der Corona-Zeit. Ja, 2019, Digga. Na, 2020. Ja, Ende 2019. Nein, 2020 habe ich den bekommen. Ja, ich meine aber für immer. Ja, ich hab erst so richtig 2020 bekommen. Und das war's mit Virus, Alter. Wo kommt das jetzt? Da ist er ja wieder. So that is the Super Saiyan God. Ja, that is the Super Saiyan God. Und das ist die Super Genki Dama. In dein Gesicht. Man, Digga, du kannst Zeit zurückspielen. Okay, ich hab nicht zurückgekommen. Lord Beerus ist gleich tot. Da hast du niemanden mehr zum Beschützen. Weg! Super Genki Dama! Ja, ich teleportiere mich jetzt einfach hinter Beerus. Bam! Super. Kamehame. Ich hab mich getroffen. Super Kamehame. Ich hab gerade zwei Fall getroffen. Ja, okay. I don't believe it! You're seriously awesome! Ich hab's immer noch nicht bekommen, Digga. Oh, Kai Kai, ich will dich haben. Ich will einfach wissen, was du bist.
Make your the dreams. Make your the dreams. Greetings. So eine von den Missionen, Zerstörungswut, los geht's. Nochmal. Ich mach das jetzt so lange, bis ich dieses Kaikai habe. Hey, oder bis wenigstens du Kaikai hast und mir sagen kannst, was das ist. Ich mach das jetzt durch die Mission, bis ich das Ding hab. Ich will wissen, was Kaikai ist. Ja, ich kann es ja machen und dir dann das Einzige, sagen. Was Kai bedeutet, von Griechisch auf Deutsch übersetzt, ist und. Oder beziehungsweise mit Kai Kai doppelt, weder noch. Ja, beziehungsweise eigentlich heißt es einerseits, andererseits. Das ist ein Ulti-Verteidigungsmodus. Bis? Du kriegst jetzt eine super Genki Dama ab. Viel Spaß damit. Was ist denn eigentlich Bios von mir? Goku, would you like to be the next god of destruction? If Lord Beerus kicks the bucket on you. Ich hab's dann gut bekommen nochmal. Lord Beerus, I have to nochmal bekommen. Und nochmal eine super Geki Dama. Komm, Biss. Zum Abschied werfe ich dir den Genki Dama ins Gesicht. Aber nur eine kleine. I trust you'll find ways to amuse yourself without me. Hey, no fair. Get back here, please. Super. Genki Dama. It's just as the senior prophesied. Cool. Now I get to fight Lord Beerus. Kamehameha. Was, das Kamehameha? Ja, hier. Und was ist Kamehameha? Ui, nicht. Das habe ich aber, glaube ich, schon, das Kamehameha. Wettkampf Team Teil 2. Bam! Nochmal super Genki Dama. Ich finde aber das Weltall eigentlich voll geil als Kampfschauplatz. Nee, Junge, das finde ich immer übel. Ich finde am besten den Schwimmplatz. Was bist du im Weltall? Mir wird übel. Dir wird übel? Junge! Nein. Mir kann vom Spiel nicht übel werden. Wir wollen also nicht wegen Inhalten eines Games, Digga. Ich finde das voll geil hier. Du hast hinten noch ein Stück der Milchstraße zu sehen. Und wir denken hier damals. Bam! Ja, was ist stärker mit dem Gott der Zerstörung? Sphäre der Zerstörung oder die Riesengenki Dama? Super Kamehame. Und nochmal. Alles für Son Goku. I don't believe it. You're seriously awesome. Was ist das denn? Erst Untergang, dann Schöpfung. Ah, okay, interessant. Super Vegeta 2. Bitte was? Greetings. Ich finde die sieben Dragon Balls. Double Sunday in my doors.
Was machst denn du da jetzt schon wieder für eine Mission? Was gibt's da? Ich? Ja. Kamehameha. Was ist das? Boah. Sabon, geil. Ja, gut. Bitte was? Dein Griff hat getroffen, war meiner nicht. Ja, auch nicht schlecht, meine Supergänge damals gespielt, Alter. Das sehe ich nämlich gar nicht ein. Das war's. Oh ne, da hinten sind noch zwei. Super Kamehame. Ah. Das zehnfache Kajuken kann man haben, das ist auch richtig cool. Ach komm, ach cool. Ich probier die da mal. Ist halt praktisch, wenn die Dragon Balls einfach direkt daneben sind. Sammle die sieben Dragon Balls. Ah, da ist er ja, der letzte. Ja, da ist aber Jesus. Mach kein Wasser zu Wein, bin nicht Jesus. Oh, Jesus. Ja, ich will zum Laden bereit.
ist das Kamikameka? Billy. Power Ranger. Gerechtigkeit. Oh ne, das wollte ich nicht. Ne, das wollte ich auch nicht. Hey, it's me, Goku! Hey, it's me, Goku! Hey, it's me, Goku! Ja, ich meine, sind nur Roshi rein, Alter, mit Heiligen geschallt. I want you to fight with all you've got, so neither of us has any regrets. It's almost time. Coming battle. Ich will aber schnell leisten kann. Bam. Kann ja. Super. Denken. Mama. Amazing. Just as I thought. Fuel round. Really use your help. Please, fight against Black with me. What a depressing sight. But I can see it all so clearly now. The beautiful, shining future for this land. Freed from the pestilence known as humanity. Das ist super gewesen damals. Oh mein Gott, wie ist das verfolgt hat. Das ist erstmal super Kamehameha. Goku Black! Don't worry. Soon I'll send you to the same place I sent the girl. Komm, lass mich mit dem Gedanke hinterher. Wow, you really look just like me. I hear you're pretty strong. How about you show me what you've got? Of course, it would be an honor. I've been wanting to fight you with this body too. Super Kamehame. Oh mein. I'm quite impressed. Where do you think you're going, Goku Black? I shall deliver the final blow. Ah, from Azu. Zamasu, so you were friends with Black all along. We're not friends. We're more kindred spirits. Whatever. Makes you our enemy. Was kann man nicht versuchen, da mal dann was werden? Remember this. To me, you are nothing but prey. Hold it! You won't get away! Well, what do you think of this color? Is it not beautiful? If I were to give it a name that suits your sensibilities, it would be... Oh, yes! Super. I have finally made Goku's power entirely my own. Black! Shut the hell up and listen to me! I'm the one you're fighting! Yeah, my beauty, my very being towers above all! Love and laughter, not always. You're kind of a creep. You think you can defeat me? Huh? Goku. You're pretty good.
That was one heck of a move. Thanks to that appetizer, I have grown even stronger. Shut your damn mouth! The world that I am building has no place for you. I'd appreciate you not interrupting my battle. Sie sind schon Genki Dama. Get a hold of yourself. You weren't this sloppy in training. Oh nein. Thanks to you, I have grown even stronger. Don't overdo it. You should learn when to twist. Don't overdo it. Don't overdo it. Don't overdo it. Don't overdo it. Shoot! It looks like I didn't train enough! Digga, willst du mich gerade verarschen? I gotta admit, that was pretty close. Let's do this. Let's do this. Together. Now, let's see that elite Saiyan strength of yours. Oh no. Darn it! Pretty good! I can't wait to see you get stronger. But that's not all. After eating I was struck with a rather sly tactic. Super Genki Dama. Hey there. Let the small fry. Or do you want to be staying under the cheese of this? I knew that was a ruckus, but this monkey business? Oh, man. Let's end the beast now. So, der ist K.O. Ja, komm, super Genki Dama. What are you trying to do? Let's beat him down.
denn noch mal? No complaints here. Tengo komplett einfach deine gesamte Ulti abgefangen, du wirst ja. People of Canton City, have you been to the Hero Coliseum? There you can enjoy explosive figure battles using the state-of-the-art battle simulator. You've got all kinds of hero figures at your disposal. Hey, it's me, Goku! Hey, it's me, Goku! All the dragon balls around the area. Where the heck did he hide all of his crazy power? Return to the time machine with any Dragon Balls you can obtain. Auf wieder zurück. Dragon Ball has been sent. Please get any remaining Dragon Balls. Almost all Dragon Balls are here. Please do your best. Lächerlich, wie gewonnen hat. Es gibt einen Block Breach. Aber nein. Ist auch gegen Goku Black verloren. Doch, machst gerade dieselbe Mission. Nee, gerade mache ich eine andere, aber ich habe gerade gegen ihn verloren. Das ist nicht mehr normal. Ja, ich habe aber auch den schwächeren Goku gespielt, fällt mir auf. Verstehe ich trotzdem nicht. Der Typ macht so unfassbar viel Schaden. Ja, Digga. Den Goku kann man nicht rausrechnen. Please find it. Okay, da kommt jetzt, was ist jetzt los? Jetzt ist ein super Kamehameha. Jetzt kann ich mir den Dragon Ball sammeln. Hier, bitteschön. Not bad.
Good, pretty good. You're doing better than I thought. Than I thought. You? Getting carried away, huh? Hinten ist auch noch einer. Ich hätte doch das schwächere Kamehameha, weil mit dem stärkeren, da kann man ja einfach über Rose Ulti hinwegsliden. Okay, nicht viel wieder. Letzte. Springball. Ach da, der liegt hier. Wow. Bruder, we made it. Immer soll ich euch jetzt noch alle besiegen? Hier kriegst du einen super. Kriegst du einen super gegen die Bahn. Aber wieso soll ich für die drei gewinnen? Tschüss. I'm a Saiyan from Earth. I think. Super Kamehame. Get such a high power level out of you. Ah, ich habe einen super Ding hier, aber das wollte ich gar nicht. Sammle alle 7 Dragon Balls. Dragon Balls. I don't believe it. You're seriously awesome. Ach, Ausweichfähigkeit Psychofluch. So, anpassen, Fähigkeiten. Wie weit habe ich jetzt eigentlich mittlerweile Goku? Wo ist er denn eigentlich hier? Ich hab den schon Max! Junge, wie schnell ging das denn jetzt? Wer ist Max? Ja, Goku. Ich wusste nicht, dass er so schnell gegen die Hölfe. Ja, gut, dann habe ich das geklärt, Digga. Dann mache ich jetzt Mr. God of Destruction hier auf voll. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Ah, jetzt habe ich nämlich auch das Doppel-Kamehameha von ihm bekommen. Das habe ich bei Gotex noch nicht gemacht. Du bist der Bild. Sei mein Meister. Was für warte mal, halt die Klappe. Du bist jetzt gefälligst das, was ich von dir will, du Schwuchtel. Ja.
Kleine Schwüggelchen. Wie findest du eigentlich dieses Game, Anubis? Sei ehrlich? Einfach super. Ich find's kacke, genau deswegen habe ich es mir gekauft und spiele es die ganze Zeit. Ich liebe es einfach nur. Okay, die Light-Version ist scheiße. Aber die Version hier ist super. Was erwartet man noch von der Light-Version wieder? Ich hab sie gehasst. Ich hab sie 20 Minuten gespielt, danach habe ich sie gehasst. Aber die Vollversion ist wenigstens super. Nur der Typ. Son Gokus haarlos in Rose-Farbe. Naja, gut, Digga. Was man dann halt immer will. Son Goku Ultra Instinct. Obwohl alle sieben Dragon Balls aus. Und das ist, warum die Ginyu Force hier ist. The Dragon Balls can't fall into the wrong hands. Please make sure they aren't used for evil. I'm sorry. I can't complete my mission alone. Lend me your aid. Wir sind erstmal in Super Vegeta 2 und Limit Breaker. Super, Kamehameh. Den gesamten Boden zerstört. So irgendwie da mal. Elder Guru is the rightful ruler of Nap. I won't let them take it. Na los. Super, Kamehame. Und dann geht die Dame zum Abschluss hier von dem Gegner. Aua. Ja, ich hab hier auch so eine super Gegend damals gezündet auf Gimli, Alter. Der arme Typ. Dama. Bringen.
Wo ist der letzte? Bei den 7 Dragon Ball. Ah, da hinten. Ich soll angeblich genau da sein, wo er ist. Ach, hier. Hast du die Mission geschafft, dann nicht? Ja. Aua, Kapsel M. Ahem! An extra special class is about to begin. I'd better not catch you playing hooky. Ich geh auf. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Morgen. Wer ist denn hier als Meister? Hallo. Sup, dude? Oh mein Gott. Da ist sie. Oh mein Gott! Pan! Ja! On the way to the Super Saiyajin God. Showing you a video of Dragon Ball Xenoverse 2. This one is how I can show you how to get Gohan and Videl as your masters. People have asked me, and I am making a video so you guys Hello. Can see how it is.
It's time to get started. Are you ready? Fight using what I just learned. Wait a sec. Are you questioning your decision to study under me? I'll be sure to show you how awesome of a teacher I am. A great big smile. Not bad at all. I think you've got what it takes. Well, let's call it a day, shall we? So, how was I? Am I a decent coach? You're pretty adept, and that means I have to be good in order to teach you. Anyway, you should rest up for next time. Very impressive. A rare genius in... What's up? What's up? Here. Change of plans. The two of us will fight my grandpa. Hey, you too. I don't have a lot of time, so make it quick. Remember what you just learned. You quick attack and don't let up. Me. Pan, I was a little worried about you teaching, but now I see everything's all right. Grandpa, you were really worried about me? Yeah, I was. Anyway, I gotta go. See ya! Thanks, Grandpa. Hold on a sec. You mean, you're coming back? You really shouldn't get a big head over that. What's up? Okay, you remember everything I taught you before we started this lesson, right? Well, last time things got a little bit out of hand, so I have to make up for lost time. Now, fight me using what you learned. No more fooling around. You hear me? Yeah.
to keep up. Not bad, although I'm still tougher. People of Canton City, have you been to the Hero Coliseum yet? There you can enjoy explosive figure battles using the state-of-the-art battle simulator. You've got all kinds of hero figures at your disposal, and you can use and combine them in any way you see fit. Welcome. Greetings. What's up? Trouble. That's what happened.
happens when you treat me like a kid. Well, these two have obviously been training hard. They'll both be fine on their own. Right, Goku? See? My coaching skills earned us that victory. But you and Trunks coming to visit made this a great lesson. Thanks, Grandpa. Anyway, that's the end of my training course. I'm glad we could fight together at the end. See you around. Not bad, although I'm still tougher. ようこそ。
Yahoo! Yeah? Yo! Hey, what is this? の任務は私と一緒に人命救助だ。倒れている人々を助けていくんだ。ただし邪魔してくるやつもいるぞ。スピーディーに進めるんだ。いいね。 油断せず気を引き締めていくんだぞ。よし、半数の人、どうにか終わったね。君のおかげで全員助けられた。みんな感謝してくれていたよ。嬉しいものだね。次もこの調子で任務をこなしていこう。それくらいで調子に乗っちゃダメよ。 元気ですか？ の任務は私と一緒に人命救助だ。倒れている人々を助けていくんだ。ただし邪魔してくるやつもいるぞ。スピーディーに進めるんだ。いいね。 わけには、しまった。あとは君に任せたぞ。
今回の任務は私と一緒に人命救助だ。倒れている人々を助けていくんだ。ただし邪魔してくるやつもいるぞ。スピーディーに進めるんだ。いいね。よし、半数の人を救助したぞ。なかなかいいペースだ。だけどここで引くわけには。しまった。あとは君に任せたぞ。あ、最後の一人だ。油断せず気を引き締めていくんだぞ。どうにか終わったね。君のおかげで全員助けられた。みんな感謝してくれていたよ。嬉しいものだね。次もこの調子で任務をこなしていこう。それくらいで調子に乗っちゃダメよ。今から特別授業を開始します。皆さん、参加してください。こんにちは。よう。平和ですね。こんにちは。
あなたは飛び抜けた力をお持ちのようだ。 ようこそ。 私だって戦えるんだから。 2人で戦うのよ。 ちゃん
てあげるから、しっかりね。このエリアに散らばったドラゴンボールを集めてきてください。ギニュー特戦隊、リクレーム。ギニュー特戦隊、バーカー。ギニュー特戦隊、ギニュー対象に新しい構造を考えていただかねば。手に入れたドラゴンボールをタイムマシンに持って帰ってください。ドラゴンボールを転送しました。残りのドラゴンボールを集めてきてください。残りのドラゴンボールもあと少しです。頑張ってください。仕上がって頭に来るぜ。ベジータ、お前ノリが悪いぞ。手が出るほど望んでやまないギニュー特戦隊との合同課外活動だというのに。喉から手が出ると言っても本当に喉から手を出すわけじゃないぞ。一時説明せんでもいい。なんていうことだ。俺がここまでやられるとは。すごいすごい、その調子でガンガン行きなさい。皆さん、もうヒーロークロシアムは始めたかしら。最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超フィギュアバトル。あんなヒーローやこんなヒーロー、みんながあなたの思うがまま。組み合わせは無限大。あなただけの最強チームを作ってちょうだい。